Let's go! Wir sind live. Ich bin so hyped. Sehr geil. Heute zum allerersten Mal mit Squadbusters. Ja, es wird geil werden. Das neueste Spiel von Supercell enthält sowohl Charaktere aus Clash Royale, Boom Beach, Heyday als auch Brawl Stars. Wir sind gerade mitten im Tutorial. Wir sehen schon hier, wir steuern unseren Barbaren. Und ja, es wird ultra, ultra nice werden heute. Wird ein längerer Stream werden. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn online lasse oder vielleicht auch ein Highlight-Video draus mache. Auf jeden Fall gibt es heute die allerersten Eindrücke zum Spiel. Und ohne lange zu labern, ich hoffe, die ersten Zuschauer sind jetzt hier schon am Start, legen wir direkt los. Ich habe so Bock auf das Game. Komm. Let's go. Okay, okay, okay. Wir sind mittendrin. Okay, wir sehen schon den Barbaren und jetzt geht es los. Wir laufen hier los und haben hier schon mal als erstes ein Skelett als Gegner. Okay, wir müssen hier jetzt mal stop moving, also wir müssen stehen bleiben und dann greifen wir an. Oh mein Gott, 3 Münzen, wir sehen oben, wir haben Münzen und so einen Kistenpreis. Okay, wir müssen wieder stehen bleiben. Oh, jetzt Boxer oder wir nehmen den Boxer. Aus Brawls ist jetzt hier. Also schon mal den allerersten Brawls-Charakter direkt gesammelt. Alter, ich bin so hyped. Ich habe das Ganze hier als Supercell-Creator bekommen. Es ist noch in der Beta. Okay, jetzt Skelette. 3 Skelette. Macht der Flächenschaden? Ich glaube nicht, der Boxer. Also es ist hier nicht ganz so wie in Brawl Stars, aber trotzdem. Oh, und wir haben Elite-Barbaren freigeschaltet. Okay, geil. Und die nächste Chest. Greg, den kenne ich nicht. Das ist ein Holzfäller, ich vermute. Den gibt's in Heyday. In diesem Farming-Spiel. Habe ich mit meiner Freundin gesehen. Ja, geil. Okay, jetzt gehen wir Münzen. Und hier weiter. Oh mein Gott. Ey, es ist so geil. Ich bin übel gespannt. Meinung zum Spiel? Wir spielen es gerade zum ersten Mal. Oh, ich bin seit 2 Minuten drin. Oh, Leute, jetzt. Gem Hunt. Pick up Gems to win. Ich kenne Juwelenjagd zumindest aus Brawl Stars jetzt. Let's go. Okay. Lol. Okay. Ah, ich muss das Spiel mal einen Ticken kleiner machen. Das Problem ist, der Screen ist echt einen Ticken zu groß. Das bedeutet, man sieht es gar nicht alles. Ich muss es eigentlich jetzt so hier machen. Ah, nee, man sieht es uns nicht. So vielleicht. Ja, seht ihr es? Da links ist nämlich noch was, was abgeschnitten war. Oh lol, wie groß ist denn der Screen? Hilfe! WTF! Oh mein Gott, ich mach's mal einen Ticken größer, muss jetzt nicht alles sehen. Hauptsache man sieht die Anzeige links und rechts. Ich denke so am besten. Ja, ich denke so passt, oder? Let's go. Okay, wir gehen in den Angriff, wir haben unser Dreier-Team und wir sehen... Oh! Ich habe jetzt gerade Glück gehabt, ich habe es eigentlich gar nicht aufgepasst. Die erste Runde... Wir holzen immer einen Baum ab. Es geht darum, wer am Ende die meisten Gems hat. Ich denke, es war jetzt eher eine Bot-Runde. Mann, hier greifen wir jetzt mal automatisch an. Sehr nice. Let's go! Sehr, sehr geil. Finish. Da haben wir es nochmal. Sehr, sehr, sehr geil. Let's go. Der allererste Sieg. Ich bin ultra gespannt, was wir alles heute ja, so sehen werden. Ich bin noch gegen echte. War das jetzt ein echter? Ich weiß gar nicht. Wenn es Mikroprobleme macht, bitte reinschreiben. Ich habe hier mein altes Mikro jetzt drin. Oh, zum ersten Mal der Name. Chat. Ich kann meinen Namen gerade nicht eintippen, nur leider. Okay, eine Sekunde. Geht nicht. Jetzt geht's. Achso, ich seh's gar nicht. Welcher Name? Worum geht es im Spiel? Müssen wir noch rausfinden. Man spielt so in Squads, also in Teams auf jeden Fall. Also es erinnert so ein bisschen an Brawls, aber das Ding ist, die ganzen Charaktere und alles sind aus allen möglichen, aus allen Supercell-Spielen. Also Heyday ist auch dabei. Ich wollte erst ein Video aufnehmen, aber ich habe gesehen, dass wir es schon streamen dürfen. Und dementsprechend, ja, let's go, dachte ich mir. Er wird eh geil werden. Squad Jonas. Jonas Beta. Melone Jonas. Wie soll ich mich Melone Jonas nennen? Tanzender Goblin. Ja, wie auf meinem einen Account. Einfach Jo Jonas. Die meisten sagen Jo Jonas. Er ist doch jetzt bestimmt schon vergeben. Jo... Ey, wir können sich mal den Originalnamen jetzt mal sichern. Oder kann er überhaupt vergeben sein? Tell us your age. 23. Was ist überhaupt für eine komische Hexe? Mann. Oh lol, das Menü sieht aber geil aus auf den ersten Blick. Nice. Okay, jetzt play. Oh, da sehen wir auch schon ein paar Charaktere. Wir sehen das Huhn aus Heyday, wir sehen, kenne ich nicht, Barbarenkönig. Dynamike sehen wir, Schweinereiter und Hexe. Lol, cool. Cold. Okay. Also wir sehen schon eine Menge. Kann man das mit VPN schon runterladen? Nee, ich hab von Supercell das Spiel bekommen. Direkt. Ich glaube, es hat nichts mit VPN zu tun. Ich weiß es gar nicht genau. Okay, mit was sollen wir reinstarten, Chat? Mit dem Holzfäller oder mit dem Barbaren jetzt?
Was denkt ihr ist besser, Greg oder Barbar? Der Greg kann halt Bäume fällen, steht da. Und da sieht man es. Also man sieht es hier, wie viel Leben, wie viel Schaden die machen und was für Spezialfähigkeiten die haben. Und der bekommt, der wird ein Elite-Barbar für eine gewisse Zeit, Barbar. Und der Holzfäller kann Bäume fällen. Oh, das hat er schon ausgewählt, das hätte ich nicht so lange warten sollen. Egal, okay, wir sind ein Barbar geworden. Okay, dann können wir jetzt hier direkt die erste Kiste schon mal holen, let's go. Hä, übel nice. Oh, jetzt haben wir so einen Speed-Boost bekommen, dann können wir bestimmt schneller laufen. Ja, war irgendwie obvious. Nice. Ich habe schon ein bisschen auch den anderen zugeschaut. Also OJ zum Beispiel. Ah, und wir sehen, da müssen wir jetzt eine bestimmte Anzahl an Münzen immer sammeln, indem wir Gegner schlagen. Und dann können wir uns die nächste Kiste holen. Okay, dann machen wir jetzt mal den Holzfäller, dass wir beide haben. Und mit dem Holzfäller können wir Bäume fällen. Das stand auch dabei. Das heißt, in diesen Bäumen sind wahrscheinlich so krasse Belohnungen, ne? Ja. Ah, wir sehen auch Ranking jetzt gerade. Ah, okay. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir spielen gegen andere Teams und die müssen wir entweder rausnehmen. Und wenn wir die killen, dann sind die raus. Also ähnlich wie in Showdown in Brawl Stars, wenn ihr das kennt. Dann nehmen wir mal hier den Boxer wieder. Und das Ding ist aber, es kommt drauf an, wer die meisten Gems sammelt. Also entweder wir boosten uns jetzt hier schnell. Komm jetzt raus hier. Entweder wir schaffen es jetzt hier, die rauszuwerfen. Oh, heal nochmal. Komm. Oder wir haben am Ende mehr Gems als dir. Komm. Ah, noch haben wir es nicht ganz. Okay, holen wir erstmal die Kiste, oder? Oh, Colt haben wir auch gekillt? Okay, schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Let's go. Okay, schon mal einen Gem, den Barbaren und den... Ja, den werden wir jetzt schon mal raushauen können, zum Beispiel. Der boostet sich jetzt, da boosten wir uns auch. Oh, den haben wir rausgeworfen. Sehr geil. Dafür haben wir nochmal einen Gem bekommen. Habt ihr es gesehen? Nice. Da läuft auch ein Bowler. Wie geil. Okay, laufen wir jetzt auf den Bowler. Den dodgen wir jetzt noch ein bisschen und dann haben wir den auch normalerweise. Das sind diese ganzen NPC-Gegner, die wir einfach schlagen müssen. Und jetzt kriegen wir so eine kostenlose Box. Wir haben jetzt schon 40... 40 müssen wir auch noch im Boxer, würde ich sagen. Auf den nächsten Baum. Ich lese auch gleich den Chat ein bisschen. Es ist nur ultra, ultra viel. Natürlich jetzt auf einmal für mich. Aber wieder genug Münzen für die nächste Chest direkt. Let's go. Dann nochmal einen weiteren Holzfäller. Lass direkt mit dem diesen ganzen Holzfäller-Dings zum Baum gehen. Ah, und ihr seht auch, umso mehr Truppen wir haben, so teurer wird's auch. Das Game ist von Supercell natürlich. Das würde ich jetzt nicht spielen. Es sind die ganzen Charaktere auch von Supercell drin. Es sagen erst die Beta, ne, wie gesagt. Let's go, den killen wir auch. Let's go. Hey, übel nice. Jetzt haben wir noch so einen Dart-Goblin hier. Zack. Und jetzt haben wir 14, haben wir wieder genug für die nächste Kiste. Zack. Nächste Barbaren. Wow, und jetzt haben wir eine riesige Armee. Let's go. Da hinten sind so Dornen gewesen, ich habe die mal ignoriert. Und jetzt können wir eigentlich locker in den ihren Squad reinlaufen. Machen wir jetzt auch. Alter, das deckt ja übel gerade. Komm. Nice. Haben wir es jetzt gewonnen, oder? Okay. Oh, die Gemmine ist offen. Das heißt, wir können jetzt wieder die Gems dort sammeln, theoretisch. Ich warte es mal kurz ab. Wäre es natürlich, wenn das eben... Jetzt! Die laufen da so in der Mitte einfach, ne? Darum. Wir sehen jetzt... Es gibt verschiedene Welten einfach. Green World. Oh, es gibt einen Premium-Track für 6 Dollar. Aha. Da kann man... Okay, da kann man... Oh, Chicken. Da kann man einige Charaktere dann freischalten auf dem Weg. Und dann geht's in die nächste Welt, die Wüstenwelt. Da sehen wir auch schon, da sind dann so Charaktere wie zum Beispiel Shelly drin. Oder auch Bee aus Brawl Stars einfach. Hä? Wie geil. Okay. Was gibt's noch News? Wahrscheinlich jetzt allgemeine News. Quests haben wir noch. Ah ja, open drei Kisten öffnen, Monster besiegen. Easy. Squad? Ah, okay, bisher haben wir 3 Stück freigeschaltet. 3 von 12. Das sieht's immer. Dann können wir den upgraden. Starburst locked. Ah, es gibt noch Starboost. Starboost gibt's nicht, Bust. Ah, dann können wir hier auch upgraden. Okay. Geht das? Elixier sammeln. Okay, haben wir noch nicht. Trainingshöhle oder was ist das jetzt? Nee, Training will ich nicht. Ungelöst, danke für deinen Sub seit 32 Monaten. Bin nach einiger Zeit auch mal wieder dabei. Hatte in den letzten Tagen viele Termine von der Feuerwehr. Oha, da warst du gut im Einsatz. Alter, der Barbar sieht aber schon sick aus. Also allgemein sehen die Charaktere schon echt ziemlich geil aus, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe nur nicht, dass ich nochmal ans Kabel komme und sich das aufhängt. Dann lass doch erstmal spielen, oder? Bevor wir jetzt hier groß schauen. Ah, es gibt auch Duo sogar. Mine Rush. Wir sind Solo, aber es ist noch locked. Was ist das hier? Also, so gut Sound hören wir jetzt gerade leider. Ah. Es gibt nur Englisch als Sprache, ja moin. Gut, ist halt noch die Beta, ne? Shop ist noch nicht. Ah, Level 5. Okay, gut, dann müssen wir erstmal hochkommen. Let's go.
Ich bin halt mal gespannt, was man da so alles freischalten kann. Wir können ja auch ein bisschen ins Reinpainten gleich mal und schauen, was da möglich ist. Muss ich da drauf tippen? Ah, das sind die drei Charaktere, die wir haben. Greg. Es gibt auch Skins sogar. Und Emotes. Oha, wie cool. Oha, der sieht auch cool aus. Der da? Okay, lass erstmal weiterspielen und dann schauen, dass wir vorankommen. Können wir jetzt ja gleich auch den Premium Pass kaufen. Also dieses Spiel ist offiziell von Supercell, ne? Es ist das neueste Spiel von Supercell. Das Geile ist halt, es hat Brawl-Stars Charaktere drin. Es hat Clash Royale Charaktere oder Clash of Clans Charaktere drin. Sogar Heyday ist vertreten und Boom Beach. Also wirklich alles. Super geil. Okay, nächste Runde jetzt hier. Das ist zum Beispiel ein Gegner, das muss man aufpassen. Ne? Wenn man tot ist in diesem Modus, dann ist man wirklich tot. Das heißt, erstmal so gut es geht hier am besten farmen. Ne? Da sehen wir es so. Zack. Ah, dieser rote Balken außen, den ihr seht, das ist die Ulti praktisch. Und der blaue Balken ist das Leben. Und wir haben so eine Frostfähigkeit freigeschaltet. Jetzt können wir eigentlich hier direkt drauf gehen und den freezen. Und mit ein bisschen Glück. Ne, okay, den haben wir schon mal gut gehittet. Oh, jetzt mal aufpassen. Wir sollten jetzt aufpassen, dass wir nicht direkt sterben. Da ist auch ein Golem einfach. Wir laufen mal eher auf safe. Wir sollten, glaube ich, nicht so offensiv gehen. Let's go. Jetzt können wir hier drauf gehen. Let's go. Erstmal den zerstören. Und dann mal schauen, was wir alles kriegen. So, zack. Wie viel brauchen wir? Ah, wir können die nächste Kiste schon kaufen. Wir sehen es hier. Ich brauche 5 für die nächste Kiste. Dann laufen wir mal schnell rüber. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt schon ordentlich kassiert. Ne, wir sehen es hier. Der ist nicht mehr so lang. Oh, läuft. Wieso können wir nur den Boxer nehmen? Ich hätte gerne mal einen Holzfäller oder sowas bekommen. Naja. Eigentlich Zufall ein bisschen auch. Oh, der ist da krass am Fighten. Das Ding ist, wir können da gleich abstauben. Das ist geil für uns. Oh, auf. Nein, jetzt habe ich mich voll treffen lassen. Das war nicht so smart. Aber. Ey, ach so, der ist dann kurz. Ich. Oh mein Gott. Jetzt alles aufgesammelt, glaube ich. Nee, oh mein Gott, wir müssen weg. Kacke. Oh, das war zu offensiv. Aber wir können uns gut die nächste Kiste holen. Da ist ein Dynamike. Okay, erstmal zur nächsten Kiste wieder schnell. Das war nicht so smart. Schnell, schnell, weg, 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 weg. Hier, zack. Ich habe jetzt noch einen Boxer. Gut, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Heal. Erstmal gehealt. Ich weiß nicht, wie viel wir healen, aber ich glaube schon ein ganz gutes Stück, hoffentlich. Nächste Kiste könnten wir uns holen. Wir sind gerade sogar vorne. Ihr seht es links, wir sind von den Gems vorne. Es kommt zum einen drauf an, wie viele Gems man hat. Zum anderen natürlich auch, dass man einen guten Squad hat, dass man eben die Gems auch gut verteidigen kann. Oh, was ist da? Heal. Da können wir noch kurz abwarten. Ich bin ja so gut wie Vorlauf bei den meisten. Ja, aber Bartz, wir können uns nicht nur dieselben Truppen... Oh, da ist ein anderer. Der ist aber schlechter als wir. Da könnten wir eigentlich sogar angreifen, wenn der stehen bleibt. Ah, da ist noch einer dazugeholt. Jetzt dann lieber weg. Weg, 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 weg. Okay. Ja, für die nächste Kiste brauchen wir noch. Dann lass erstmal farmen, noch eine weitere Kiste holen. Dann haben wir den fünften Schmamm-Squad. Das wäre eh gut. Zack. Ich schaue wieder gleich in den Chat, Leute. Ich bin halt super konzentriert hier gerade. Wie gesagt, es ist ein neues Spiel von Supercell. Ich kann es hier schon spielen. Was ist denn da außen? Die Map wird immer kleiner. Das ist wie Showdown. LOL. Das ist cool. Und noch ein Heal gefarmt. Ah, die Map wird immer kleiner. Man wird immer mehr zusammengetrieben. Also so eine Mischung aus Showdown und Juwelenjagd. Geil. Nice. Okay. Die Steuerung ist natürlich auch noch sehr, sehr basic. Ja, ja, ja. Jetzt bitte mal einen Holzfäller. Wir haben Holzfäller bekommen, endlich. Die letzten 60 Sekunden kommen. Wir sind aktuell vorne. Und jetzt kommen aus der Mitte wieder Gems. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich in die Fights hier rein. Und wir haben ja noch einen Heal übrig. Also müsste eigentlich ganz gut werden. Was wir zwischendrin auch machen können, ist hier auch ein bisschen den Baum jetzt abhacken. Mit dem Holzfäller. Das klappt ja jetzt. Genau, let's go. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir voll im Griff. 14 Gems. Können wir wieder außen hingehen und wieder hier sammeln. Let's go. Ja, hier erstmal gut reinstarten ins Game. Ich hoffe, dass zwischendrin die Verbindung natürlich jetzt nicht abkackt. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ich kann auch leider den Screen nicht größer ziehen, weil ihr seht es ja, ne? Weil. Oder soll ich den Balken lieber unten hin machen? Oh Gott, jetzt geht's ab. Jetzt können wir uns vielleicht irgendwo einmischen. Eventuell. Wenn die gerade alle am Fighten sind, können wir irgendwo abstauben. Aber ganz ehrlich, ich staub erstmal jetzt hier ab. Ich bin weg. Oh mein Gott. Das holen wir uns. Und jetzt weg, 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 weg. Der Golem. Ja. Wir laufen jetzt einfach weg. Wir campen da jetzt. Jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, zu überleben. Weil wenn man stirbt, ist man raus. Zack, den nochmal geholt. Nochmal einen Heal drücken vielleicht. Let's go. Das war eine gute Runde. Das war eine gute Runde. Okay, wie findet ihr das Spiel schon mal von den ersten zwei Runden bisher? Ich hab das Spiel schon, weil ich Supercell Creator bin. Wie kann man das Spiel spielen? Kann man das Spiel öffentlich spielen? Ich hab's als Supercell Creator den Zugang bekommen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube... Es wurden ein paar Leute ausgewählt, auch die von der Community auch spielen durften, aber es ist eine sehr geschlossene Beta noch. Habt ihr gerade gesehen, wie ich überhaupt jetzt freigeschaltet habe, oder habt ihr es gar nicht gesehen?
Also wenn man es nicht gesehen hatte gerade, dann tut es mir leid. Also wir haben gerade Punkte bekommen. Mit den Punkten haben wir jetzt Cold freigeschaltet. Als ersten Attacker, perfekt. Als ersten. Aber nicht gesehen? So eine Kacke. Ja, da müssen wir immer reinschreiben. Ich muss halt immer direkt schauen. Es ist halt Android. Das heißt, ich habe halt leider nicht ganz... ich habe halt leider nicht die Übertragungsmöglichkeiten wie auf meinem Handy, auf meinem iPhone. Aber nicht gesehen. Ja, wow. Dann habe ich es gerade einfach nicht gezeigt. Ja, moin. Perfekt. Okay. Was haben wir noch? Wir gehen mal, wo gehen wir rein? Green World. Jetzt diesen Premium-Pass würde ich mir gerne kaufen. $6 kostet der. Ich mach kurz mal hier, seht ihr's? Ich mach mal kurz hier Black Screen für euch. Und versuche mir den zu kaufen, wenn das natürlich irgendwie geht. $6? Ah, oh, man sieht's nicht. Achso, man sieht's nicht. Also das wird in Zukunft möglich sein, aber es geht noch nicht. Wahrscheinlich habe ich es in der Beta noch nicht freigeschaltet. Ah, da sind auch so Getränke und sowas dabei. Eigentlich ziemlich spannend, okay. Ja, dann erstmal einfach viel spielen. Wir kriegen immer Gems auch mit den Siegen. Und mit den Siegen können wir dann wieder neue Charaktere und so freischalten. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass mir wieder der Bildschirm ausgeht. Bitte dann direkt reinschreiben, falls es der Fall ist, ne? Greg nehmen wir uns, das Holzfäller, let's go. Okay. Ich habe mir jetzt einen Holzfäller genommen. Ich dachte, der Plan wäre, dass wir halt direkt diesen goldenen Baum fällen können, aber irgendwie... Ach, Kacke. Alter. Der kommt da nicht durch. Ich muss halt die Skelette erstmal fighten. Ich darf jetzt nur nicht sterben an den Skeletten direkt, ne? Wir brauchen noch eine Münze. Aber er hielt auch wieder mit den Dingern, sehr gut. Okay, als allererst direkt die Kiste öffnen wieder. Das Wichtigste. Barbar, würde ich sagen. Nahkampf, eh gut. Kann natürlich jetzt noch nicht sagen, welche Charaktere stark und welche schlecht sind. What, Found? Was ist das für ein Stern? Keine Ahnung. So, zack, jetzt können wir nicht Bäume fällen. Das ist ziemlich broken, habe ich das Gefühl. Gerade für den Anfang. Oh, das ist was anderes. Aufpassen. Aber wir können es hier in der Kiste schon wieder den nächsten Barbaren nehmen. Sehr geil. Okay, es läuft. Ich hoffe, dass die Verbindung noch da ist. Ja, ist sie. Sehr gut. Oh Mann, okay. Das ist der Bowler. Den kann man auch easy killen. Let's go. Ah, wir haben noch die Quest Bust Monsters. Habt ihr das gesehen? Und Collect Coins. Das ist unsere Quest, die wir so erledigen müssen. Die werden auch live aktualisiert oben. Also wir müssen jetzt noch ein paar Monster schlagen. Und dann hätten wir auch schon die nächste Quest erfüllt. Aber wir haben gerade eh ein sehr gutes Tempo. Das ist eine Kiste. Nice. Jetzt hätten wir auch einen Speedboost. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ah, wir sind mitten. Ah, da hätten wir nicht reinlaufen sollen. Okay, das war jetzt richtig. Oh mein Gott, wir sind fast down. Wir haben unseren Cold direkt wieder verloren von dem Babydrachen. Kacke, das war richtig. Habt ihr es gesehen? Wir sind geheilt worden wenigstens. Der nächste ist raus. Wir sind aktuell nur Sechster. Das ist keine gute Runde. Denn das sind Holzfäller doch ausnutzen, solange wir ihn haben. Oh, da oben hat der. Was hat denn der da oben für eine Armee aufgebaut? Ich muss los. Speed, weg, weg, weg von dem. Das gesehen. Also das ist halt crazy, was man da aufbauen kann. Der hat noch einen Barbarenkönig in seiner Armee. Den haben wir noch nicht mal freigeschaltet, ne? Das ist halt natürlich der Nachteil, wenn man noch nicht so viele Charaktere hat. So, jetzt zack, nehmen wir uns den Cold wieder zurück. Den haben wir vorhin verkackt. Haben noch einen Heal gefunden. Jetzt haben wir auch einen Freeze-Effekt. Der kann eigentlich auch ganz geil sein. Junge, was haben die denn alle schon für Armeen hier? Ich würde da eher weglaufen. Kacke, wir sind eingekesselt. Die Gift... Wie kann man sagen? Diese Giftranken kommen. Normalerweise sind es ja die Giftwolken, hier sind es die Giftranken. Okay, wir sind wieder full life. Der Bowler jetzt hier, komm. Zack, drauf. Alter, jetzt kommt er hier mit seiner Armee an, ne? Er hat sich wieder verpisst, sehr gut. Wir können eh gleich die nächste Kiste nochmal öffnen. Ich dachte, wir farmen jetzt aber hier nochmal ein bisschen. Aber die kriegen ja auch Schaden, ne? Das ist crazy. Können die mal einlocken, die alle? Okay, 1,20. Wir sind gerade auf Platz 4. Wir haben nicht so viele Gems. Mein Ziel ist aber gerade eher, einen starken Squad aufzubauen. Dass wir dann damit vielleicht jemand anderen gleich schlagen können. Das ist so gerade eigentlich mein Ziel, sage ich ehrlich. Ich will jetzt auch nicht in den Poison reinrennen. Oh Gott, aber der Typ ist natürlich in der Mitte mit zu gefährlich. Wir müssen halt so ein bisschen abstauben. Vielleicht, dass wir mit dem Squad schön in die anderen reinrennen. Und dann vielleicht... Wir haben auch einen Freeze. Oh, lol, Junge, der ist aber voll auf uns abgesehen. Da ist einer von uns gestorben, oder? Oh, nee. Okay, jetzt geht richtig ab. Ich muss nochmal zur Kiste jetzt ganz schnell. Ich lasse die jetzt gerade fighten. Komm, wir sind wieder full life geheilt gerade. Wir nehmen uns... Wir müssen uns den Cold nehmen. Die Gemmine ist offen. Boah, ja gut, wow. Das ist ja ein Witz, ne? Die fighten aber hier gerade. Seht ihr das? Die fighten hier komplett. Jetzt geht Angst... Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? WTF. Der ist natürlich zu stark für uns. Wir müssen halt irgendwie 50, 40 Münzen kriegen für die nächste Kiste. Das schaffen wir niemals. Ich glaube, wir sollten es eher mit dem dritten Platz zur... Alter. Willst du mich verarschen? Schnell! Weg! Ja, gut, da ist es natürlich jetzt ein bisschen
Das ist eklig. Ich muss einfach abhauen. Der Squad ist mir für mich viel zu stark. Außer der Bowler hilft uns jetzt vielleicht. Nee. Ich bin jetzt einfach weggelaufen. Ich glaube, es war das Beste zu laufen. Ey, Platz 3 in der nächsten Runde ist trotzdem solide. Das ist die Frage. Was bekommt man wieder? 10 Gems. Achso, hatten wir am Ende, also Dritter. Der Rest ist ausgeschieden. Okay, wir schauen. 600 Münzen, 300 Gems kriegen wir. Und noch Loot obendrauf. Ja, eh nice. 700 Münzen insgesamt. Nice. 6800. Okay, und wir gehen Richtung Level 3. Was kann ich mit diesen Münzen? Ah. Also, das hier ist zum Brawler, also zum Charaktere freischalten, diese Orbs. Dann Münzen sind, um Charaktere zu upgraden. Und das hier? Missing Resources. Ah, kann ich jetzt schon mal einen upgraden? Probieren mal. Ich würde mal den Boxer upgraden. Geht das? Level 1. Muss ich Elixier sammeln? Wie kann ich Elixier sammeln? Habt ihr irgendwas gesehen, wie ich Elixier sammeln kann? Ich check's grad nicht. Wie kann ich jetzt Elixier sammeln? Durch Aufleveln. 0 von 10. Levelbelohnung. Ah, Levelbelohnung. Also müssen wir noch aufleveln erstmal wahrscheinlich. Okay. Dann mal wieder raus. Zurück. Also erstmal. Ah ja, wenn wir jetzt aufleveln, dann kriegen wir Elixier. Da sehen wir es schon. Premium Track können wir uns nicht kaufen, wie gesagt. Leider, ne? Leider nicht, aber egal. Kriegen wir Elixier. Dann kriegen wir Goblins. Okay, nice. Weiter. Ah, okay. So müssen wir. Also müssen eigentlich einfach spielen, um unser Ziel voranzukommen. Wenn wir jetzt gut sind und vielleicht Top 2, Top 3 es schaffen, dann sollten wir mit dieser Runde Elixier freischalten können. Können zum ersten Mal upgraden. Dann lassen wir direkt das Schlaue, wie wir sind, mit dem Holzfäller beginnen. Ich glaube, der ist ziemlich OP zum Anfang, wenn man hier direkt auf so einen goldenen Baum geht. So, zack, Holzfäller, genau. Let's go. Dann können wir nämlich jetzt direkt hier hingehen. Und haben wir doppelt. Ja, zwei Holzfäller jetzt nicht unbedingt, aber gut. Aber dann können wir uns jetzt gut auf die Bäume fokussen. Die sind bestimmt natürlich besonders gut gegen Bäume. Oh, wir haben noch einen Freeze eingesammelt, sehr gut. Junge, der da oben, was ist denn da los? Blinzen alles. Ah, ich brauche eigentlich jetzt Kisten. Na, gehen wir weiter auf die Bäume erstmal. Da oben ist die nächste Kiste, sehr gut. Also Top 2 müssen wir auf jeden Fall schaffen, die Runde. Dann sollten wir hoffentlich upgraden können. Die haben auch bestimmt schon bessere Level als wir, ne? Okay, wir haben jetzt einen Boxer noch. Können wir jetzt hier drauf gehen? Und dann haben wir direkt die nächste. Haben wir schon mal 4. Ist gut, ich weiß nicht. Bisher ist noch keiner raus, oder? Habt ihr irgendwo gesehen, dass ein Team ausgeschieden ist? Wurde, glaube ich, nicht angezeigt. Ne? Das ist halt schwierig. Ich nehme mal Cold. Also, ich weiß es halt nicht, was Schlaues. Ich dachte mir einfach, um jetzt eine gute Mischung zu haben. Ich habe 2 von den Holzfällern. Hä, er lässt mir die Ressourcen, weil er Angst hatte. Hä, wie geil. Okay, jetzt so schnell es geht. Wenn wir jetzt 20 haben, eventuell könnte man sogar offensiv gehen und noch ein Team rausnehmen. Extra Schuh gefunden, sehr nice. 15, okay. Ja, hier ist halt nichts, ne? Da hinten, aber, Der Double Cold. Ich gehe einfach auf die Bäume weiter. An sich haben wir schön viele Truppen dagegen. Ich bin Erster gerade, sehr gut. Lass sie eher fighten. Oh, da geht's ab, da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Oh, der kämpft gegen Goon, das ist lost. Da können es reingehen. Ah, haben wir uns ein bisschen treffen lassen leider, aber ich könnte jetzt eigentlich einiges rausnehmen, oder? Nee, ist ja kackt, egal. Ah, nicht so. Ah, wir müssen gerade ein bisschen aufpassen. Der Golem ist halt schon schwierig, ne? Am Ende verkacken wir noch und... Was soll der denn jetzt? Okay. Der hat die Sachen vom Golem eingesammelt, leider. Wir könnten gegen ihn fighten eigentlich. Das ist eine Bombe, das ist eine Bombe! Oh mein Gott, wow. Dass es Bomben gibt, wusste ich jetzt nicht. Unsere Truppen überleben zwar, aber es ist gerade relativ knapp, wir müssen aufpassen. Mal ein Heal wäre ganz geil, wenn wir aus dem Baum so einen Heal kriegen würden. Da ist ein Heal gedroppt, da ist ein Heal gedroppt. Wieso greifen die denn nicht an? Ey! Heal! Hey, wieso... Keine Ahnung, die haben irgendwie nicht angegriffen. Ganz weird, egal. Wir sind gerade gut dabei trotzdem, aber es ist gerade echt schwierig. Da oben ist noch ein Baum. Wieso greifen die den Baum nicht an? Heal. Nice, full life wieder. Jetzt ist der Baum. Sehr gut. Ja, die Map wird jetzt kleiner, es ist schwierig. Gehen drauf. Kill den, kill den, kill den, kill den. Nice. Kiste, Boxer wieder. Oh Gott!
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lieber weg. Zu riskant. Oh nein, oh nein. Shit, der hat 2 von uns genommen. Problem ist halt, wenn man zu schnell ist und dann da reinrennt, ne? Wir sind jetzt wieder full life. Komm, wir müssen wieder einen Charakter uns holen. Okay, die fighten uns in der Mitte. Wir sind Top 4 wenigstens schon mal. Da geht's zur Sache. Vielleicht können wir uns hier einmischen und drauf fighten. Oder auch nicht. Nee, ist so riskant. Ich gehe doch nicht fighten. Ich glaube, diese Holzfäller sind auch eher nicht so gut im 1 gegen 1. Die sind nur nice am Anfang zu farmen, kann es sein. 3 Sekunden. Wir sind Dritter. Bowler holen. Ja, Hauptsache, wir sind Top 3 oder so. Ist dann eh gut. Oh Gott, ich hab's nicht gesehen. Das war's jetzt wahrscheinlich. Ich muss jetzt einfach abhauen mit den verbleibenden Truppen. Oh Mann, das ist auch wirklich schwierig. 14 Sekunden. Oh, oh, oh. Ah, es ist nur noch einer übrig. Weg. 4 Sekunden, 3 Sekunden. Komm, Dritter. Oh mein Gott. das war close. Der hat uns fast bekommen. Loge, das Spiel ist noch nicht verfügbar öffentlich. Das ist wirklich nur ein geschlossener Test. Das kannst du auch nicht öffentlich über VPN bekommen, soweit ich weiß. Ich bin halt froh, dass ich schon habe als Creator, aber das ist wirklich geschlossen. Das haben nur ein paar bekommen. Das ist auch noch nicht öffentlich im Play Store, auch nicht über VPN. Ey, übel nice. Wichtige Runde. Sehr gut. Quest abgeschlossen, ja. Kann das Spiel auch in Deutschland spielen. Das ist nicht länderabhängig. Das ist nur geschlossen aktuell noch. Das ist komplett geschlossen. Das Ganze noch, deswegen ist es ja umso cooler, dass ich euch den zeigen kann heute. Platz 3, was kriegen wir? 65 EP, vor allem die EPs sind wahrscheinlich jetzt wichtig für den Anfang, schätze ich mal. Und? Nice. Ja, es war schon noch ein Stück für die nächste Stufe. 500 ist, was wir brauchen. Dann kriegen wir eigentlich auch direkt den nächsten. Achso, nein, das ist Premium nur. Ja, den können wir es auch nicht nehmen, ne? Irgendwie. Shit. Das wären nämlich 20 von diesen, Orbs heißen die, glaube ich, nur zum Upgraden wäre das gewesen. Oh, Chicken gibt's auch. Ah, übel nice, okay. Clay Rewards, ach so. Oha, 5. Reicht das? Ja, die kosten. Oh, wie. Ah, das versteht's mal. Hier. Brauchen wir das Huhn und für den Kobold brauchen wir Level. Und für Dynamite und so, dann können wir gleich mal entscheiden. Es gibt auch die Hexe. Und den Barbarenkönig, die kosten 20. Die sind dann episch. Kann man sehen, welche Seltenheit? Ah ja, Rare, Medic. Common haben wir jetzt. Und es gibt noch Epic. Also Witch ist Epic zum Beispiel. Ah, so. Okay, weiter geht's. Let's go. Ich denke, ich werde den Stream auch im Nachhinein dann online lassen. Ich glaube, ein Highlight-Video raus zu machen, wäre schwierig. Mal schauen. Boah, was nehmen wir uns? Barbar halt. Ah ne, wir können nicht auswählen, oder? Neue Map in 10 Stunden. Was ist denn Rerolls? Gibt's a new choice from a chest? Verstehe ich nicht. Machen wir lieber nicht, wir haben nämlich nur 10 Diamanten. Ich weiß nicht genau, was es macht. Emotes. Ah! Cool. Select 4 Emotes. Ja, die passen. Ah, noch einen Daumen nach oben. Ha, nice. Noch irgendwas? Okay, let's go. Ist das Heyday Huhn OP? Ja, das weiß ich nicht. Wir können dann gleich zusammen entscheiden, welchen Charakter wir als nächstes freischalten wollen. Es gibt auch den Barbarenkönig und die Hexe. Die haben auch schon manche. Oh, schnell, rein. Holzfäller. Wenn ein Holzfäller hat, sollte man, glaube ich, am Anfang wirklich eher auf diese Bäume gehen, ne? Und gar nicht groß fighten. Ich muss es aber irgendwie gerade fighten. Der greift halt immer zuerst die Skelette an. Das nervt doch ein bisschen. Zack, schnell. Dart Goblin verpisst sich. Danke. So, zack, Gems. Oh, und direkt die ersten Charakter. Hoffentlich was Gutes. Cold. Ich weiß halt nicht, ob Cold gut ist. Man muss schauen, wie man stehen bleibt mit Cold, ne? Weil der kann auf Distanz angreifen, sehe ich gerade. Stimmt, ist ja auch irgendwie logisch. Das heißt, man muss eher auf Distanz wirklich bleiben. Wir haben 2 Holzfäller, das wäre cool. Heal haben wir bekommen. Heal ist jetzt noch nicht nötig, wir sind jetzt relativ full life. Ah ja, der schießt so von hinten, logischerweise, ne? Also, wenn er auf Distanz bleibt, ist das sogar ziemlich nice. Wir könnten es theoretisch healen, ich mach's zwar noch nicht. Der hat einen Barbarenkönig, Junge, das ist wieder so dumm. Ey! Boah, ja, der geht schnell down, der Cold, habt ihr das gesehen? Oh. Ich habe mich jetzt noch nicht geheilt, ich hoffe, es ist kein Fehler, weil ich noch warten will, bis ich mehr Value rauskriege aus dem Heal. Die sind ja wieder full life, oder? Ich denke es. So, zack, hier drauf.
Ja, ich glaube, langsam ist wirklich mal Zeit, um jetzt zu healen, oder? Ja, auf jeden Fall. Sind die jetzt Full Life dann auch? Boxer. Heal, heal, heal. Oha! Kann ich mich noch bewegen? Ja. Ah ja, die sind Full Life. Dann sollte man Heal auf jeden Fall aufheben. Wow. Ja, wobei sie nicht ganz Full Life. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, gut Value. Oh mein Gott, wir können ihn killen. Der ist raus! Der ist raus! Wir haben ihn rausgeworfen. Chillig. Der muss sich auch verpissen. Kurz Lag gehabt, scheinbar oder so, ne? Das passt wieder. Oh, wir kriegen eine Gratis-Kiste. Wieso kriegen wir jetzt eine Gratis-Kiste? Ah, ich glaube, wenn wir einen Kill machen, einen raushauen, kriegt man noch einen... Oh, dann kriegt man, glaube ich, noch eine Gratis-Kiste. Oh, der ist stehen... Wir haben aber zuerst angegriffen. Ich hoffe, dass alles passt jetzt. Ulti noch. Oh mein Gott, wir sind gerade voll im Fight drin. Oh mein Gott. Shit. Das war ein Fehler. Oh, da haben wir uns verkalkuliert. Aber fett verkalkuliert. Jetzt haben wir noch einen einzigen Kack. Das müssen wir aufpassen. Wir hatten so einen guten Start. Wir haben sogar einen rausgehauen. Weiter. Jetzt haben wir einen ganz schwachen Squad gerade. Nein. Nein, 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 nein. Der ist auch raus. Oh mein Gott. Der slowt uns auch irgendwie. Ah, nein. Nein, Netzwerkfehler. Was? Nein, die Runde war kacke. Wie viel kriegen wir dafür? Die Abos werden sogar angezeigt oben, sehe ich gerade. Danke dir für den Follow. Dann kommt das Spiel raus, das wissen wir noch nicht. Ist gerade die Beta noch. Das können wir zuschauen, machen wir jetzt nicht. Wir sind Achter geworden. Dabei haben wir doch sogar noch einen Kill gemacht. Wir haben den 9. noch rausgehauen. Man darf nicht so offensiv spielen. Ist mir jetzt schon aufgefallen. Also man darf halt keine Truppen verlieren vor allem, ne? Jetzt hat man echt ein Problem. Jetzt muss man schauen, wie viel kriegen wir? Münzen. Ah, wir haben jetzt nicht so viele EP bekommen für Platz 8. Kacke. Ich will auf jeden Fall die nächste Stufe noch erreichen. Dann können wir zusammen aussuchen, wen wir als nächstes freischalten wollen. Ah, Mann. RIP. Oh, schnell reinstarten. Nicht so lange warten. Ich glaube, es geht eh schon direkt los. Jetzt hier, ich glaube, bei denen ist halt echt wichtig, dass man mit Cold auf Distanz bleibt. Nice. Direkt noch so ein Heal-Ding gefunden. Zack, zack. Easy. Let's go. Und rein da. Das Heal-Ding würde ich eigentlich eher stehen lassen, wenn es geht. Wir machen mal Double Cold. Warum eigentlich nicht? Oh, die Brücke ist eingestürzt in der Sekunde, hä? Geil. Zack. Wie gut sind die gegen so einen großen Goblin? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So auf Distanz. Oh. Ja, nicht optimal. Wir haben einen Heal gefunden, also alles gut. Also auf jeden Fall einen Nahkämpfer würde ich mit reinnehmen, genau. Easy. Da würde ich lieber auf die Bäume gehen sollen. Ist schon irgendwer raus? Oh, aufpassen. Ja, nee, der ist zu gefährlich. Der ist ja zu viel. Eher den Fights aus dem Weg gehen, habe ich das Gefühl. Oh, da ist noch eine Kiste, sehr nice. Okay, let's go. Wir hätten einen Boost. Okay, ja. Yes. Oh, Babytrach ist gefährlich, aus dem Weg. Den können wir abstauben. Ja, da brauchen wir Holzfäller für, ich weiß. Der ist da oben am Fighten, aber ich würde eh, bevor wir vielleicht in die Fights gehen, erstmal... Oh, der kassiert gerade, tatsächlich. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Mit Colt müssen wir auf Distanz bleiben. Ich glaube, da ist gerade ein Speedboost ziemlich broken. Jetzt sind wir voll in den Bowler reingelaufen. Chillig. Wir bräuchten jetzt mal ganz dringend halt den nächsten... Oh, einer ist rausgeflogen gerade, habt ihr das gesehen? Jetzt wieder hier. Die nächsten Charaktere, jetzt aber. Kiste. Ich würde noch einen Nahkämpfer nehmen. Wir sind aktuell zu fernkampflastig, hätte ich gesagt. Ich glaube, so eine Mischung macht es auf jeden Fall. Wir hätten einen Heal, wir warten mal. Wir gehen auf den Baby dran. Oh mein Gott. Das ist gefährlich. Oh, wir machen gut Damage. Oh. Aus dem Weg. Muss echt aufpassen. Ich weiß halt nicht, ich denke mal, für den Babytrank gibt es dann auch extra bestimmt. Es war gerade die Ult vom Boxer, der hat kurz gestunt, habt ihr es gesehen? Nice, hat sich gelohnt. Ich brauche noch einen Coin. Da hatten wir einen. Und Heal habe ich jetzt noch nicht gedrückt. Wir müssen mal gleich Heal drücken. Wir sind relativ low vom Leben, seht ihr auch, ne? Ja, ich glaube, wir drücken jetzt mal Heal schon mal, Papa. Ich weiß nicht, ob das gut für uns ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade in die Enge gedrängt werden. Junge, das ist halt... Was soll ich machen? Wir haben die Hälfte vom Squad verloren wieder. ETF. Okay, jetzt hier einfach Kiste. Ja, jetzt haben wir nur Nahkämpfer. Aber ist wieder einer rausgeflogen. Habt ihr gesehen? Das ist gut für uns. Ich meine, wir sind aktuell noch Fünfter. Das ist in Ordnung. Ich brauche jetzt halt erstmal die nächste Kiste wieder. Nice. Ja, wir sind jetzt wieder zu viert immerhin. Ich nehme mal einen Cold mit. Das ist ein Distanzkämpfer. Oh, wir haben Rage. Damit können wir schneller angreifen, bestimmt. Sieht zumindest so aus. Ja, wir sollten den anderen Squads eher aus dem Weg gehen, habe ich das Gefühl.
Und die Gem-Mine ist auch geöffnet. Also wir könnten dort Gems sammeln. Risiko ist natürlich dabei, dass dort alle hinlaufen werden, um zu fighten. Lol, der chillt da hinten in der Ecke. Der hat vielleicht sogar noch Optionen anzugreifen. Der ist gerade Platz 1. Sekunde mal. WTF? Ist der AFK? Gut. Oh mein Gott, der ist AFK. Das ist Platz 1. Wir stauben den gerade ab, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir kriegen keine Free Chest dafür. Wir haben gerade, ey. Ich dachte, man kriegt eine Free Chest, wenn man einen raushaut. Egal. Wir sind Platz 1. Coins, baba. Ja, wir waren Platz 1. Der Typ ist jetzt Platz 1. Aber ich glaube, der hat auch einen stärkeren Squad als wir. Ganz ehrlich, solange wir da Top 2 werden, ist es, glaube ich, nice. Ja, der hat mehr Gems als wir. Der hat auch Cold. Aufpassen. Ja, der läuft weg. Der läuft weg. Den werden wir nicht kriegen. Ey, Platz 2. Gut. Da haben wir abgestaubt. Der war halt so AFK in der Ecke gestanden. Übel nice. Okay, was kriegen wir dafür? 80. Oh, für Loot kriegen wir nochmal extra EP. Ich weiß nicht genau warum. Ich hoffe, ich hab's verstanden. 101. Was war denn Loot? Diese Kiste oder was wir geöffnet haben? Da haben wir nochmal eins. Jetzt schaut auf die EP-Anzeige. Oh ja, oh ja. 140, da kriegen wir Elixier. Und der Kobold ist auch noch am Warten hier. Ich will halt vor allem jetzt erstmal hier die nächsten... Oh, wir haben die ganze Zeit die Quests offen. Ich bin so dumm, da kriegen wir 500... Wir kriegen 500 EP. Ich habe die ganze Zeit die Quests offen gehabt. Ich hatte auch keiner im Chat drauf hingewiesen. Hier, wir kriegen direkt 500 EP. Wir sind direkt... Oh mein Gott, wir sind so gut vorangekommen jetzt. Oh mein Gott, da kommen wir so gut voran. Die Quests... Shop freigeschaltet. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt darf das Spiel bitte nicht hängen bleiben. Squad, ja. Was muss ich machen? Aber... X... Ja, was muss ich machen? Boah, da sind die nächsten Truppen in der anderen Welt, die danach noch kommt. Bo, Nita, die Heilerin, Shelly, B, Max. Und dann kann er Kanone freischalten. Okay, krass. Ich gehe jetzt erstmal hier auf die, keine Ahnung, jetzt hier. Oh mein Gott, wir kriegen Elixier zum ersten Mal. Können wir direkt für den Charakter verwenden. Okay, welchen Charakter, Chat? Barbar, Boxer, Greg oder Cold? Man hat es nicht wirklich gesehen, weil du davor bist. Achso, ja, aber es geht eigentlich, denke ich. Hoffentlich. Ich persönlich hätte mich jetzt, glaube ich, für... Was hatten wir da am meisten? Ja, viele sagen jetzt Cold. Dann machen wir Cold. Ja, habe ich auch gesehen, dass der oft dabei war. Wir machen mal Elixier auf Cold. Tap to continue. Dann können wir den upgraden jetzt, ne? Squad. Ja, ein bisschen verbuggt war es gerade noch, aber ist natürlich noch die Beta. Ah, jetzt haben wir mehr Schaden. 10% mehr Schaden, 10% mehr Leben. Okay, also Cold können wir jetzt umso besser nutzen. Den haben wir jetzt gelabelt. Es geht weiter. Wir haben den Kobold neu. Give 7 Coins instantly. But 8 Force for 3 more. Verstehe ich nicht. Also als Spezialfähigkeit kann man schon mal 7 Münzen bekommen direkt. Hä? Bust 8 Force. Foes. Ach, und wenn man irgendwie... Ah, wenn man 8 Gegner besiegt, kriegt man nochmal 3 extra. Also Kobolde ultra krass, um zu farmen. Ah, das ist ja gut natürlich zu wissen. Orbs, 10 Stück. Schicken wir fast, okay. Dann, Shop freigeschaltet. Kostenlos, let's go, wir können den upgraden. Das wird Stems kosten. Können wir jetzt, wenn wir den Shop freigeschaltet haben, jetzt zufällig auch. Gib mir eine Sekunde, ich muss kurz Blackscreen machen, ich weiß nicht, ob es geht. Können wir den Passes kaufen? Ah, nee, das haben die in der Beta, wie gesagt, das hat nichts mit dem Shop zu tun. Kann ich im Shop sonst irgendwie reinpayen schon mal? Skins, also so Tickets für Skins, Emote Pack? Aha. Aber es geht noch nicht, glaube ich. Ja, die sind noch nicht freigeschaltet, die Resources, also müssen wir damit sparen. Lassen wir das lieber. Ja, nee, dann sparen wir lieber. Okay, Squad zurück. Greg haben wir jetzt auch Level 2. Auch 10% obendrauf für beides, geil. Okay, weiter. Wir gehen mal noch, wann kriegen wir die nächsten Orbs? Achso, das dauert. Bei Level 8 erst, okay. Dann ist jetzt die Frage, wie viel kriegen wir bei Level 8? 20, jene, lass jetzt schon mal freischalten. Okay, was sollen wir freischalten für 10? Ich kann euch die einmal kurz vielleicht auch zeigen. Also, Medic. Healt den kompletten Squad mit seiner Ult. Wow, okay. Dynamike. Macht Flächenschaden. Close up Wide Areas, macht Flächenschaden logischerweise, kennt ihr ja. Schweinereiter. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Hat relativ viel Leben. Speedster ist das. Okay, also er ist sehr schnell. Attacker ist er eher. Der ist Healer. Was haben wir sonst bisher? Supplier, also der gibt uns Gold, der Goblin. Der macht Angriff.
Der ist Allrounder, der ist Verteidiger, ah, okay. Der ist auch eher Supplier, also der holt ja die Bäume, okay. Interessant. Und was kann der... Okay. Medics sagen viele jetzt. Ich weiß es nicht, also ihr müsst entscheiden. Das ist aber schon cool. Medic oder Dings? Viele wollen auch Dynamike. Spar auf die Hexe. Nee, sparen bringt nichts. Wir kriegen eh 20 bei der nächsten Stufe. Also, die meisten haben es, glaube ich, Medic gewollt. Ich glaube, ich bin auch bei Medic, weil Dynamic auch viele wollten. Schweinreiter auch viele. Es ist relativ even alles. Ich mache jetzt mal Medic, hatten sich viele. Es ist relativ even gewesen zwischen allen. Let's go. Das ist die Animation. Heals the squad continuously. Geil. Play. Und können wir jetzt hier auch aussuchen, wen wir einsetzen wollen? Oder sind die alle jetzt automatisch eingesetzt? Hä? Das ist ja eigentlich auch ein bisschen random. Wahrscheinlich wird das auch angepasst. Da muss man sich ja eigentlich auch ein Deck dann zusammenbauen oder so. Rerolls. Ich lasse es mal weiter. Also eigentlich müssen wir jetzt rein logisch gesehen die auswählen können vor dem Match, oder? Weil wenn wir einfach alle, die wir freigeschaltet haben, reinpacken, dann ist ja da gar nicht das Strategische. Okay, dann schauen wir mal. Let's go. Erste Runde mit dem neuen Charakter Medic. Wir müssen nochmal gleich schauen, was für Quests wir haben. Die werden aber eigentlich immer angezeigt, wenn wir die zwischendrin erledigen. Also eigentlich müsste es eigentlich gut funktionieren. Ah, Breakboxes steht da, okay. 1 von 5. Ja, schaffen wir. So, zack. Ah, moin, Godalk! Das ist der größte spanische Brawlstars-YouTuber, der hat so 2 Millionen Abos. Den holen wir uns. Ist er auch gerade live? Ich denke mal nicht. Kobolde, die sind broken. Ah, da kriegt man direkt 7 Münzen, hä? Das ist ja für den Anfang dann total smart. Und das ist die Spezialfähigkeit, oder was? Ich habe nicht ganz verstanden. Ich glaube, wenn wir die Ult aufladen mit dem Kobold, kriegen wir immer 7 Münzen. Hä? Ist der Kobold absolut broken? Und der Ult-Balken dauert lange, um sich aufzuladen, habt ihr gerade gesehen. Aber das war jetzt schon... Das ist ja krass. Ist ja unfair. Machen wir noch einen Kobold. Nochmal 7 Münzen direkt. Hä, übel smart. Müssen wir die Ult nur aufladen? So schnell das geht. Hä, übel geil. Der erste ist raus. Conan. Keine Ahnung, wer Conan war. Aber er ist raus. Na, nicht so viel in die Fights einmischen. Wo kriegen wir den Gegner hier? Hier ist eine Box erstmal. Da oben sind Skellies zum easy zum Farmen. Ich bräuchte halt dringend die Ult mit den Goblins. Dann würde ich, glaube ich, immer noch... Ich glaube, die Ult von den Goblins ist es, 7 Münzen zu generieren. Die ist, ihr seht den roten Balken außen, wenn der voll wäre. Jetzt hier nochmal. Medic jetzt. Medic. Zum Healen. Der neue. Ja, wir haben leider keinen Holzfäller. Wir können jetzt mit den Bäumen hier nichts anfangen. Oh, Godalk ist vorne, der spanische YouTuber. Da ist er. Da ist er. Ja, wir haben ein paar Truppen mehr als er. Ich würde jetzt gleich gerne die Ult einmal farmen. Ich bin erstmal am Farmen. Ich würde mich jetzt nicht so viel einmischen. Wir schwächen unseren Squad ja auch, wenn wir da drauf gehen. Auf andere. Aber Medic hört sich schon broken an. Haben wir gerade. Haben wir die Ult jetzt bekommen von Goblin? Waren das 7 Münzen? Ich glaube aber nicht, oder? Ich hab's nicht ganz gesehen. Ich check's nicht so ganz teilweise. Bei der Goblin ist es schon gut gefüllt von der Ult. Die sitzt in der Mitte, das ist dieser rote Balken. Da oben ist noch ein Dart-Goblin. Was ist so am Farm jetzt? Ich glaube, wir müssen uns echt auf dieses Farm. Oh, ich glaube, das waren es 7 Münzen von Goblin gerade, oder? Broken. Da ist Godalk, verpiss dich. Das ist der größte. Da habe ich in Paris auch gesehen, Godalk. Oh, da konntest du wieder die nächste Truppe holen. Ja, wir konzentrieren uns lieber aufs Farm. Wir holen ihn am Ende. Wir versuchen am Ende dann zu attackieren. Oh, Junge, die Münzen, der Farm. Oha. Geil. Das kostet aber 80. Das ist vielleicht ein Zeitpunkt, langsam sogar in die Offensive zu gehen. Das hat sehr viele Truppen, habe ich gesehen. Okay. Die fighten da jetzt. Oh mein Gott, ist das jetzt gut oder schlecht? Oh mein Gott, wir müssen raus, hier ist gerade viel los. Wir haben einiges von dem Squad verloren, das war nicht gut. Dann sollte ich echt nicht zusehen, die Fights anmischen. Oh mein Gott, wir müssen los. Ich glaube, die Goblins sind halt leider nicht so stark im 1 gegen 1, ne? Ult wieder bekommen wenigstens. Oh, oh, oh. Shit, die gehen jetzt sehr offensiv. Ja, ist echt schwierig. Kacke. Godalk ist hier erster gerade. Wie kann er sich so gut schlagen hier? Der muss auch kassieren, wenn er die ganze in der Mitte chillt. Noch einer down, egal. Hauptsache, wir sind irgendwie gut dabei. Hier, jetzt aber. Ach, mir ist das nicht so geil. Komm. Da fahren wir mal sehr gut gerade. Ah, wir sind... Wir haben halt nur einen Gem. Wir müssen mehr auf die Gems irgendwie gehen. Aber ich weiß nicht, die sind alle so broken. 18 Sekunden. Ja gut, Dyke wird das wahrscheinlich holen.
So viel zum Thema, wir greifen den an. Ich weiß nicht, wie ich die Goblins jetzt fand, aber der Healer ist schon ziemlich broken, dadurch, dass er die ganze Zeit healt. Ich greife ihn jetzt mal an. Attacke! Er hat so Angst. Aber es bringt nichts. Ja, Platz 4, schade. Wir haben zu wenig Gems gesagt. Wir müssen auf den Gems gehen. Also auf den Gems gehen. Wieso schreiben im Chat gerade alle Hallo rein? Hallo? Odaik? Das ist Zuschauer von... Oder? Ist er gerade live? Was? Sekunde mal, ist er gerade live? Aber ich habe noch abonniert sogar, ich muss das eigentlich... Oder ich habe das noch nicht... Sie schreiben alle Hallo rein. Hä? Ist der auf Twitch? Wieso schreiben alle Hallo rein? Wieso schreibt der ganze Chat Hallo? Er ist nicht live. Hä? Wieso schreiben gerade alle Hallo rein? Egal, weiter. Ich dachte schon, dass er vielleicht uns geradet hat aus Spaß oder so, irgendwie. Hä? Er ist nicht live. Ist ein Bot alle baden? Nee, lass mal, ich weiß es nicht. Hä? Egal, okay, Verwirrung. Let's go. 40 Monster schlagen. Wir müssen noch slam into 3 enemies. Mit dem Boxer müssen wir gehen. Ah, wir müssen mit dem Greg müssen wir 8 Bäume holen. Das schaffen wir. Wir haben das Zoon freigeschaltet. Ja. Let's go. Da ist es. 3 Turbo und Turbo last 50% longer. Ah, wir können damit laufen. Mit dem Huhn. Ist im Rennen gut. Nice. Oh, wir kriegen gleich 10 Elixier. Seht ihr das unten rechts? 979 von 1000 für 10 Elixier. Let's go. Also müssen mit dem Boxer gehen und Bäume fällen. Vor allem Bäume fällen müssen wir. 8 Stück, dann kriegen wir übel viel. Dann kriegen wir 800 XP. Das wäre es irgendwie wert. Let's go. Wir müssen vor allem jetzt Bäume fällen. Ach kacke, dann kriegen wir sowas. Ich kann uns wenigstens die Kiste schon mal mitnehmen, das ist wichtig. Wir müssen ja auch 5 Kisten holen. So, zack. Ach komm, keine Münze bekommen. Ja, ich müsste halt Bäume fällen oder einen Boxer kriegen. Sehr wichtig. Zack. Bäume fällen. Let's go, let's go, let's go, let's go. 8 Bäume fällen. Der hat hinten einen Hawk. Interessant. Die sollen fighten, ganz ehrlich, ist in Ordnung. Junge, wie habe ich so viele Speedboosts hier? Ich hab das wohl noch gar nicht. Ja, wir gehen. Ah, wobei der Boxer wäre vielleicht auch geil gewesen. Dann wäre auch eine Quest. Egal, ich hab gesagt, wir gehen auf die Bäume. Wir gehen jetzt ganz raus auf die Bäume. Wir müssen 8 Stück kriegen, die Runde. Seht ihr das? Wir müssen überall diese goldenen Bäume suchen, die einfach fällen jetzt. Das ist mir egal gerade. Digga, geht auf zuerst auf die Bäume. 4 von 8. Ohne Kiste ist auch wichtig. Aber nicht vergessen, die Dings mitzusammeln, die nächsten Truppen. Ah, kacke. Das wollte ich nicht. Bäume. Alter, wie er uns angreift. Wollen wir so viele Gems hier von den Bäumen, ne? Wahrscheinlich, wow. Wir machen mal Speedboost, warum eigentlich nicht, wenn wir es eh können. Alter, ich will bitte einfach nur... Ich will eigentlich an die Bäume ran, aber da... Die greifen halt immer zuerst die Truppen an. So, die Holzfäller auf die Bäume. Das ist viel wichtig. Boah, wir schaffen die Quest, ist übel gut. Wir haben schon 7 von 8, das können wir nämlich hier wieder drauf gehen. Ich mach mal Heal schon mal, Medic ist vielleicht ganz gut, ist schlau. Yes, okay, so jetzt hier auf die nächsten. Jetzt haben wir die Baumquest geschafft. Easy. Die Boxer-Quest haben jetzt leider keine Chance, weil wir hätten natürlich den Boxer vorne nehmen sollen, aber egal. Oh, der wollte hier. Alter, das ist hier ganz schön intense jetzt. Okay. Oh, der Golem trifft uns. Der rollt sich, ey, in dem Game. Ganz lost. Hä, hey, lol. Hä, hey, easy, wir haben abgefarmt. Wow. Hä? Okay. Komm jetzt hier weiter drauf. Solange wir so viele Holzfäller haben, sollten wir das ausnutzen, auf die Bäume drauf gehen. Das ist smart. 36. Okay, dann, ich glaube, ein Baum. Ja, hey, wir können über die Bäume. Die scheinen auch wieder zu regenerieren. Ja, den Golem will ich jetzt nicht kriegen. Ich bräuchte jetzt ganz schnell bitte erstmal die nächsten aus der Kiste. Aber war dann. Ja, den haben wir schon.
Okay, erstmal jetzt hier drauf. Jetzt haben wir schon. Hä, wir haben echt einen guten Squad jetzt hier. Wir sind die ganze Zeit in der Mitte. Das ist, glaube ich, smart, habe ich das Gefühl. Damage! Oh, das ist natürlich jetzt eklig, aber egal. Aber Medic healt die ganze Zeit. Eckes? Ist okay. Egal. Nice. Ey, der Medic ist broken. Der healt uns die ganze Zeit. Das könnte unsere Runde werden. Da oben ist einer mit 36. Der nervt mich jetzt. Der geht jetzt auf die Gems. Jetzt kommen die Gems nämlich hier raus. Jetzt kommt es drauf an, wer die Mitte kontrolliert. Und wir versuchen die Mitte natürlich zu kriegen jetzt. 32 Gems. Jetzt nicht so sehr in den Fight reingehen. Eher jetzt hier die Gems mitnehmen. Da kommt jetzt natürlich eher die Ecke. Die fighten hier ein bisschen. Das kommt mir entgegen. Und ich sammle die Gems. Und ich gehe noch nicht auf die 1. Oh, der hat aber einen großen Spot. Der hat einen großen Spot. Der hat dem Gems abgenommen, glaube ich, ne? Da hinten geht's zur Sache. Oh, nee. Da gehen wir nicht hin. Der ist doch zu stark für uns. Ja, das weiß er auch. Der stalkt uns jetzt hier. Das ist der Nachteil von diesen Farming-Squads. Seht ihr das? Wir haben jetzt keine Chance, im 1 gegen 1 gegen den jetzt zu fighten. Das wäre absolut dumm. Der hat so eine riesige... Ich glaube, wir sollten uns eher eine Fight-Armee aufbauen. Mal schauen. Platz 2. Das waren die einzigen beiden Teams. Also, der hat alle rausgenommen. Wow, okay. Aber trotzdem gute EP. Und wir haben vor allem diese fette Quest geschafft, die so wichtig war. Das bedeutet... Pass auf. Wir kriegen für diese Quest nämlich 800 Erfahrungspunkte. Nein, 4 von 5 Boxen haben wir. Haben wir es jetzt? Nee. Und noch eine Stufe, dann haben wir es. Elixier gebe ich jetzt mal, glaube ich, diesen Medic. Ich finde ihn eh stark, persönlich. Let's go, dass der stärker wird. Und mit dem nächsten Sieg kriegen wir dann nämlich die Hexe oder sowas. Können wir uns dann aussuchen. Die seltenste Stufe. Sehr cool. Okay. Oh, und nochmal hier. Claim Reward. Nochmal können wir upgraden. Wieso habe ich jetzt auf die Goblins automatisch gehauen? Wurde es zufällig ausgewählt? Oder ich habe irgendwie auf die Goblins automatisch immer hauen müssen. Ja, okay. Cool. Okay, let's go. Wenn wir jetzt... Was müssen wir machen? Coins, also Münzen sammeln. Boxer müssen wir auswählen, dringend. Und Kisten sammeln. Wenn wir das schaffen, dann kriegen wir jetzt den ersten seltenen Charakter. Den können wir uns dann zusammen aussuchen. Hexe, Barbarenkönig oder... Wir müssen mal drauf achten. Hexe, Barbarenkönig sind unter anderem die Charaktere, die besonders selten sind. Dann nehmen wir den Boxer direkt zuerst natürlich. Smart. Und das ist halt ein super Start. Jetzt nehmen wir direkt den Boxer. Der kann jetzt auch direkt hier seine Ult nämlich aufsammeln. Und nehmen die Kiste. Und mit der Kiste haben wir direkt die nächste Quest. Im Hexe schaffen schon die meisten. Okay. Können wir gleich schauen. Bam, sehr schön. Aber leider keine Münze drin gewesen. Aber wir haben die Boxen-Quest schon mal geschafft. So, wir müssen viermal diese Ult kriegen vom Boxer. Nee, dreimal, glaube ich. Und gleich haben wir schon das allererste Mal die Ult. Das ist eh gut. Ja, natürlich eh... Ja, dann haben wir das erste Mal die Ult. Boah, aber 400 Münzen ist ja wohl ein Witz. Das hat zweimal Box. Oh ja, wir kriegen die Quest safe. Jetzt nicht verkacken zumindest. Kriegen wir die safe hin. Müssen hier einfach nur entspannt die Ult aufladen. Okay. Wir setzen dieses Mal auf ein Fighter-Team so richtig. Also so richtig starke 1 gegen 1 Brawler. Cold erstmal. So richtig stark im Fight erstmal. Richtig viel Damage. Ja, die Hexe. Wow. Okay, aber wir kriegen auch keine Münzen. Das waren die Skellies von der... Ah ja, Hexe ist echt stark. Das war seine Hexe. Die kann echt Skelette spawnen, ne? What the fuck? Stark. Okay, rein da. Den holen wir uns auch noch. Nice. Hä? Das ist ein Gegner, hä? Oh mein Gott, der ist raus. Aber sowas von... Ah, wir haben doch was free bekommen. Ich weiß halt nicht, ich habe jetzt mal den genommen. Den nächsten Boxer. Ich weiß halt nicht, ob es stärker ist, Boxer zu nehmen oder was anderes. Wir sind jetzt hier in der... Ey, ich bin dumm. Lass mal einfach ein Speeden, dass wir mal ein bisschen schneller hier sind. Wir sind Erster plötzlich, wow. Müssen wir nicht eigentlich so eine Chance im Fight haben, oder bin ich jetzt dumm? Mit den ganzen Slams von den Boxern? Nee, wir sind down. Die Hexe ist zu stark, kacke, wir müssen weg. Oh mein Gott. Yo, das ist ja wohl... Das ist ja wohl ein Witz, hä? Ja gut, seine Truppen sind natürlich auch selten. Hat er auch den Barbarenkönig oder sowas? Aber lässt uns in Ruhe. Die ganzen Skellies sind, glaube ich, sehr, sehr nervig und broken. Ich hau lieber ab. Ich hau echt lieber ab. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Alter, es ist so... Wir werden so gestalkt jetzt, nachdem wir da verkackt haben. Nein! Ja! Ja.
Matic. Der hielt uns das wenigstens mal. Boah, ey, Matic ist stark, glaube ich. Aber, oh, da sind noch Belohnungen, die da einfach liegen lassen. Chillig, danke. Das war, glaube ich, nicht sein Plan. Aber wir dürfen jetzt eigentlich nicht in Fights gehen, müssen erstmal farmen, weil... Ja, wir hätten in den Fight nicht reingehen dürfen. Die Hex ist einfach zu broken, das weiß ich jetzt. Also wir nehmen jetzt, glaube ich, echt Hex oder vielleicht was anderes. Wir müssen mal die Fähigkeiten anschauen. Alter, verpiss dich. Das kann nicht sein Ernst sein. Oh ne, er fightet jetzt hier, okay, easy. Okay, wir gehen mal jetzt hier nicht rein, lieber. Also die Runde müssen wir eher schauen, dass wir einfach überleben. Wir haben jetzt halt wirklich kaum Truppen, ne? Wir kriegen gleich wenigstens mal die vierte Truppe, aber das... wird uns, glaube ich, nicht viel helfen. Halt mal hier, boah. Harte Runde, aber wir kriegen gleich die nächste Truppe schon mal. Ah! Piss dich. Und dann kriegen wir die erste richtig seltene, da bin ich halt gespannt drauf. Wir werden dann gleich im Chat abstimmen. Da ist einer raus, das war Burger. Der ist Bastard, also raus halt. Was heißt ein Bastard auf Deutsch? Zerstört? Halt, wahrscheinlich. Ich denke zerstört. Zu übersetzen. Ja, wir haben jetzt halt keine Gems, ne? So gut wie, aber ich... ja... Die anderen haben eh viel mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier in den Fight reingehen möchte. Ich glaube eher nicht. Ja, ein bisschen chillen vielleicht. Nice. Schaffen wir vielleicht noch ein bisschen Glück, so einen Platz? Ich meine, mehr als verlieren kann ich jetzt nicht. Ich gehe rein. Ja! Da ist einer rausgeflogen. Habt ihr das gesehen? Ha! Wir haben nur eingekesselt. Chillig. Sehr geil. Ist noch die Beta von dem Spiel. Ist noch die Beta. Kann man auf Twitch Nachrichten anpinnen? Ja, inzwischen schon. Geil, let's go. Das bedeutet, Platz 3, die EP sind jetzt eigentlich gar nicht mal so wichtig. Mir kommt es auf die EP jetzt von der Quest an. Hä, wie geil. Chillig. Aber das Mikro hat gut funktioniert heute, ne? Ich habe ein Kabel ausgetauscht, das war ja kaputt zuletzt. Jetzt. 500 und 800. Pick 3 weird characters from chests. Was? Kisten? Ich habe nicht mal Kisten. Turbo müssen wir nutzen. Und Münzen noch. Turbo, okay. Tja, wo gibt es denn Kisten? Kommen die noch? Ich habe keine Kisten. Sollen aus seltenen Kisten... Wir sollen aus Kisten seltene Charaktere... Nee, egal. Okay, jetzt wird's spannend. 20 Orbs und 2000 Münzen. So. Und jetzt kriegen wir nämlich hier den ersten epischen. Das ist die höchste Seltenheit. Die Hexe. Ihre Ult ja, beschwört die Skelette. Das klingt broken. Wir hätten sonst den... Keine Ahnung, Heavy heißt der. Der kann... Oh! Alle Distanztruppen greifen 35% schneller an. Ist aber halt auch nur broken mit Distanztruppen. Haben wir jetzt nicht so viele, würde ich deswegen jetzt noch nicht nehmen. Barbarenkönig noch. Der lässt unsere Nahkampftruppen 35% schneller angreifen. Oh! Also mein Vorschlag ist Barbarenkönig dementsprechend oder Hexe. Schreib mal rein. Ich meine, wir haben viele Nahkampftruppen. Boxer, Barbar haben wir, Goblins vielleicht auch. Greg ist als Holzfäller, denke ich, auch ein Nahkampf. Nahkämpfer. Also Hexe oder Dings? Schreib rein, wir stimmen ab. Ich glaube, die sagen meistens sagen Hexe. Ich denke, ich weiß es schwer. Ich glaube, beide sind ziemlich broken. Ich glaube, eine Mischung aus Hexe und Barbarenkönig wäre am krassesten natürlich, weil der dann die Skelette noch wütender macht. Mit der Spezialfähigkeit. Ja, okay, alle sagen Hexe. Okay, let's go. Ich bin super gespannt auf die neue Truppe. Ey, wehe, die ist es kacke, ne? Wehe, die ist es kacke. Ich hätte halt gern mehr vom Elixier. Ah, wir kriegen gleich wieder Elixier, das wäre wichtig. 10, ja, das wäre wichtig. Okay, rein da. Let's go. Aber es macht schon Spaß, muss ich ehrlich sagen. Können wir irgendwie auswählen, welche dabei sind, oder? Nee, ich glaube nicht. Dann rein. Let's go, die erste Runde mit unserer neuen Seltenheit. Wie geil ist sie jetzt? Ist sie OP, oder ist sie kacke, oder... ich glaube, am Anfang ist Farming sogar ganz geil, deswegen habe ich zwar den Holzfäller ausgewählt und wir haben direkt zwei Bäume. Weil an sich habe ich das Gefühl, dass es eher sogar ein Fehler ist, auf Farming zu setzen, weil dann die Armee halt ein bisschen schlechter ist. Sind halt auch überall da, ja, ich hätte lieber kämpfen sollen. Ich komme an die Bäume halt gar nicht erst dran. So eine Kacke. Jetzt komm. Boxer. Ich hätte auch mal das Huhn nehmen können, ich weiß nicht, irgendwie. Weil mit dem Huhn kann man halt gut offensiv gehen, ne? Das hat also einen Speedboost. So, jetzt die zwei Bäume einfach holen. Die Bäume sind halt schon ziemlich OP, deswegen ist es nicht komplett dumm, die anzugreifen. Was läuft denn da ein Goblin rum? Hä, das ist doch ein Gegner dann, oder? Wenn es ein Goblin ist. Oder seine Truppe. Ich will halt vor allem die Hexe jetzt kriegen, ne?
Ich weiß nicht, ob ich die erst ab einer bestimmten Anzahl an Münzen kriegen. Oh, wie viele Münzen ich jetzt schon hab. Schlecht. Not schlecht. Not bad, wollte ich eigentlich sagen. Dann lass hier die Bäume weiterfarmen, aber erstmal noch. Ah, kacke. Ey! Ich dachte, der kommt schon auf Offensive. Hat auch kurz überlegt, glaube ich, der Typ. Hexe! Ja! Oder war noch eine Bombe? So, jetzt bin ich gespannt. Ey! Piss dich. Oh mein Gott, jetzt habe ich Skellies drin. Nice, der ist ja voll in mich reingelaufen. Wie lost, habt ihr's gesehen? Oh, ich glaube, Hexe ist schon broken. Da oben ist eigentlich eine andere Hexe. Lass jetzt einfach mal angreifen hier schön. Nice, der ist hier voll drin in mir. Ich freeze nochmal, dann ist er langsamer. Komm. Nice, eben rausgehauen. Wir haben ihn. Die Runde läuft gut, Oh. Ich glaube, wir können sogar was machen, weil die Hexe auch broken ist und der Boxer auch stark ist. Der ist auch raus. Ich fasse es nicht. Zwei Leute auf einmal. Easy, chillig. Aber wir haben ganz schön kassiert, leider. Ihr seht, unsere Squad ist geschmolzen dementsprechend. Ah, wir hätten eine Doppelhexe nehmen können. Ich hab's nicht gecheckt. Oh mein Gott, die Hexe ist echt broken. Ich geh einfach rein. Solange die Hexe da ist, können wir es, glaube ich, einfach easy holen. Ich glaube, Hexe ist einfach die stärkste Truppe gerade im Spiel. Yes, genau so sieht's aus. Sehr gut. Nächsten rausgehauen. Oh mein Gott, Alter. Hexe. Doppelhexe. Oh mein Gott, let's go. Immer free. Die Runde gewinnen wir. Aber sowas von. Eher kommen, würde ich sagen. Ich hab mal das Huhn genommen. Aber wir haben keinen Holzfäller mehr im Squad, leider. Scheinbar. Egal. So, Boost mit den Dings haben wir free Boost die ganze Zeit. Mit dem Huhn. Vielleicht auch nicht so schlecht. So, Doppelhexe. Der braucht das auch noch easy zu nehmen. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Oder Hexe vielleicht? Medic haben wir schon. Dann lass nochmal Goblin reinnehmen. Keine Ahnung. Boah, Junge. Broken. Ist der Gegner? Kann nichts machen gegen uns. Der hat ja gar nichts. Das ist der Letzte. Chillig. Doppelhexe, würde ich sagen. Einfach. Ich habe das Huhn. Da kann er nicht abhauen. Zack. Alter, die erste Runde. Yo, wir haben alle Teams rausgehauen. Alle. Wow. Medic und Hexe, wow. Das ist crazy. Hexe ist ja richtig unfair. Wenn wir die noch upgraden könnten, vielleicht. Kriegen wir jetzt Elixier? Fetter Platz 1. Die Münzen sind echt noch ein bisschen viele, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst. Turbo genutzt, sehr gut. Ah, Pick 3 React. Ah, die Charaktere haben wir schon. Achso, da müssen wir. Okay. Open 20 Chests. Wie kriegen wir denn Kisten? Ah, diese Kisten, die wir im Spiel öffnen. Ach so. Die Ingame da drin stehen. Münzen haben wir auch. Kommen wir auch gut. Okay. 10 Elixier. Auf die Hexe auf jeden Fall. Da muss ich, glaube ich, auch gar nicht nachfragen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann haben wir die Hexe wieder ein Level hoch. Haben wir noch ein Emote bekommen oder wie? Nice. Ja, nochmal stärker. Jetzt ist sie schon Level 2. Chillig. Und nochmal. Was kriegen wir hier? Oh, wir können wieder freischalten. Squad. Oder wir warten. Das ist die Frage. Zwei Bahnkönig hört sich mich auch broken an. Nee, wir warten lieber, oder? Chat, wir könnten jetzt. Wir kriegen gleich Nummer 10. Wir könnten jetzt Hawk freischalten sonst. Schreibt mir mal gerne rein, sonst würde ich mir einfach gleich den Barbarenkönig, glaube ich, holen. Ich glaube, Barbarenkönig und Hexe ist broken, weil der boostet immer noch alle paar Sekunden noch 35% unsere kompletten Squad. Also alle Nahkämpfer im Squad, so rum. Und das ist geil. Ach, aber die holt. Ach so, die kann ihre Ult gar nicht aufladen, oder wie? Die Hexe sehe ich gerade. Ah, nee, doch, die spawnen alle paar Sekunden einfach neue Skellies, oder wie? Hä, wie geht das? Ich habe keine Ahnung, was ist broken? Das ist, glaube ich, ultra OP. ETF. Die Kiste vielleicht? Ah, die Skelette lassen sich halt nicht so steuern, leider, aber egal. Dann Boxer als Verteidiger davor. Jetzt habe ich es raus. Jetzt gewinnen wir alles. Ich sag, wie es ist. Das ist nicht so in dem Doppelboxer. Ja, die Farm halt die ganze Zeit für uns mit. So, noch so eine Hexe wäre halt jetzt geil gewesen, aber kriegen wir gerade nicht. Und jetzt voll rein. Junge. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir es raus. Hä? Was haben wir da alles bekommen? Hä? Was? Was war das denn? Oh, die Brücke explodiert, oder? Ja.
Medic. Medic EOP dann noch dazu. Ohne Bombe würde ich jetzt nicht reinlaufen. Nächste Kiste. Jetzt gewinnen wir jede Runde, ganz ehrlich. Ist ja komplett unfair. Ah, leider. Dann nehmen wir mal noch einen Cold rein als Distanzkämpfer. Gehen wir jetzt hier voll rein. Was macht denn der da? Der ist raus. Oh, Junge. Free Chest. Weiter. Jetzt haben wir es raus. Jetzt haben wir es aber voll raus. Yo. Wir werden alles jetzt aufräumen. Ja, wir kriegen leider keine. Ist immer noch ein Chicken. Dann haben wir noch Speedboost. Yo. Wieder Basti, wieder raus. Chicken ist auch ganz geil mit dem Speedboost eigentlich. Chicken ist ziemlich geil sogar. Zack. Und raus. Aber ankündigt bringt nichts. Ah, doch, er ist nochmal rausgekommen. Haut noch jetzt raus. Ja, Bastard. So nämlich. Heal. Boah. Nein, das ist mein Zeug gewesen. Ich hab noch Free Chest. Ich war. Oh mein Gott. Komm, Hexen. Schaffen die das? Er hat einen Wutzauber, glaube ich, gesetzt oder sowas. Ich glaube, ich habe Truppen verloren, aber es ist in Ordnung. Holen wir danach. Let's go. Boxer. Ich glaube, ein Boxer ist gestorben. Ansonsten passt. Jetzt können wir hier mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Hm, geht sogar. Gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Oh, das sind. Ah, der ist auch ziemlich OP sogar. Schnell rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Sehe ich schlecht, ob wir gerade gewinnen oder verlieren. Unsere Hexe ist down gegangen, leider. Ansonsten haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen, aber unsere Hexe ist down, egal. Cold. Wir haben jetzt keine Hexe mehr, leider. Das ist kacke. Das ist dumm gelaufen. Das ist wirklich dumm gelaufen, dass die Hexe da weg ist. Schaffen wir das? Ist in der Distanz vielleicht? Boah, schwierige Runde jetzt. Komm, Hexe. Wir kriegen keine Hexen mehr, ist so kacke gerade. Laufen wir nach oben. Jo, was kriegen wir denn für Kacke die ganze Zeit? Okay. Aber wir sind Erster, wir sind Erster. Wir dürfen uns nur nicht verkacken. Nice, abgestoppt. Und jetzt, Hexe bekommen. Er probiert es, aber wir schaffen das. Das war dumm von ihm. Ja, keine einzige Hexe bekommen, komm, egal. Wieder Erster. Okay, komm, jetzt, wenn wir die Runde bis jetzt geschafft hätten. Ja, wie unbalanced soll eine Truppe sein? Das Ding ist, die haben ja noch. Die testen das Spiel gerade zum ersten Mal. Das sind so krasse OP-Dings easy möglich. Komm. Und? Wir haben auch 544 Gems, habe ich gerade gesehen. Quest. Und. Shoot Bullet. Ja, das kriegen wir hin. Dann haben wir es gleich. 50 EP fehlen uns. Komm, egal. 50 EP fehlen uns. Wir müssen Kisten öffnen. Dann haben wir den nächsten krassen Charakter noch. Dann haben wir noch den Barbarenkönig. Ja. Das Spiel bockt schon. Das Spiel macht schon süchtig bisher. Ich ehrlich. Es ist auch der erste Modus, den wir jetzt freigeschaltet haben. Also, ja. Ich habe mich für den Boxer entschieden. Ich hoffe, es war keine. Ist es denn hier noch? Hanno Münze. Einzelne. Okay. So, erstmal die Kiste mitnehmen und dann den nächsten. Hoffentlich, wir bräuchten Cold. Ja, Cold. Für die Quest. Ich weiß mal, 1 gegen 1 ist besser funktioniert. Ich hau lieber ab. Wow. Ja gut, man muss aber eine schlechte Runde drin haben, ne? Wow, das ging super, super schnell. Wir sind einfach rausgeflogen direkt, wird nicht offensiv gehen sollen. Kriegen wir wenigstens ein bisschen was dafür. 0 EP, wollt ihr mich verarschen für den letzten? Egal. Oh, wir haben fast 10 Elixier. Dafür kriegen wir gleich 10 Elixier nochmal. Das ist dann mal easy. Mann! Ich will den Barbarenkönig jetzt. Komm. Okay. Cold, 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 Cold. Direkt Cold, sehr gut. Wir haben direkt Cold, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall hoffentlich die Quest noch fertig mit der Runde. Komm. Zack. Ja, naja, dann jamble ich jetzt nicht unbedingt. Hey, greif an. Zack. Eine Münze ist aber nicht gerade das, was ich wollte.
Drei Skellies, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich auf Distanz bleibe. Alter! Jetzt meinen Charakter noch dazu nehmen. Double Cold, ja, für die Quest. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ich glaube für die Quest jetzt ist es ziemlich geil. Ich mache noch guten Damage, habe ich auch das Gefühl. So, 1 von 4 für die Quest schon mal. Wir müssen 4-mal die Ult von dem nicht farmen. Zack. Die machen aber echt guten Damage, wirklich, ne? Aber die haben auch echt wenig Leben, man sieht es auf jeden Fall, wow. Deswegen. Ja, nee, Triple Cold. Triple Cold, da sehe ich mich. Also, aber aufpassen, das macht Flächenschaden, das Vieh. Zack, zack. Oh, ein Cold ist weggegangen wieder, ne? Ja, war schon. Na, wir sollten wirklich mal ein bisschen. Der ist weg, den haben wir. Yo, chillig. Oh mein Gott, wie viele Münzen haben wir bekommen dafür? Die Kills lohnen sich ja extrem. Das ist halt ungefähr wie in Dings, ne? Wie in Showdown. Hey, die Kiste. Ja, komm, Triple Call, wir machen weiter so. Die müssen wir noch easy kriegen können. Hm, das ist zu viel Flächenschaden. Viel zu viel Flächenschaden, Hilfe. Hier. Uiuiui. Ja, wir sollten uns doch mal langsam einen. Ja, Nahkämpfer reinnehmen, genau. Oh, passend, es macht zu viel. Ja, ich würde sagen, viel Damage. Oh mein Gott. 2 Babyfallen sind nicht so nice. Könnt ihr bitte die killen? So. Hä? Der ist kurz stehen geblieben. Ja. Was? Ich habe noch voll, ich wurde auch voller mich von dem Kackvieh. Nein. Egal. Okay, komm. Zack, raus. 20 Münzen. Weiter. 23 Münzen. Ich bin halt 40. Ja, Heal gefunden gerade, sehe ich. Nice. Zack, den holen wir uns direkt nochmal dazu. Komm, hier können wir einiges farmen. Das sind Colts. Ja, wir haben die Ult geschafft. Die Quest geschafft mit den Ults. Dafür habe ich das gemacht. Da können wir gleich nochmal abgeben. Wir kriegen dann jetzt gar keine Hexen mehr. Barbaren könnte ich eigentlich auch gerne geben. Nehmen. Der ist kurz ein E-Bub, kurzzeitig. Der hat auch seine Ult. Seht. Oh mein Gott. Nee, lieber verpissen. Zu gefährlich. Boah, das ist auch eklig, also mit Flächenschaden. Jetzt! Endlich die nächste Kiste, Alter. Ich habe auch nichts, kein Medic, kein gar nichts. Nämlich mal das Huhn. Mann. Ich bin Dritter jetzt. Ich bräuchte einen Medic eigentlich. Oder eine Hexe. Ich krieg nicht die Truppen, die ich will. Ist eigentlich sogar fast ein Nachteil, so viele, dann so wenige zu haben, ne? Oh shit, das ist dumm. Ich hab Calls. Ich kann da nicht reinlaufen. Das ist gar nicht gut, so eine Scheiße. Komm, ich bräuchte 20 Münzen erstmal. Zack, ich hab 20 wieder wenigstens. Hexe? Problem ist halt, ich krieg halt die ganze Zeit nicht die Sachen, die ich möchte. Oder ich bräuchte. Es ist sogar ein Nachteil, zu viele Truppen zu haben, weil die werden ja jetzt irgendwie random generiert. Habt ihr irgendwo was gesehen, wo ich die aussuchen könnte? Oh mein Gott, ich muss los. Das ist viel zu gefährlich. Ich würde halt gerne nur die Hexe halt immer zur Auswahl haben am liebsten. Ich krieg die gar nicht mehr. Sogar ein Nachteil, so viele Truppen dann freizuschalten, weil dadurch dann auch schlechtere Truppen die ganze im Cycle sind. Ah! Das Huhn ist irgendwie auch Pflicht, habe ich das Gefühl, mal abzuhauen. Danke, ich bin weg. Ey, Platz 2, chillig. Okay, jetzt aber Barbarenkönig, komm. Nice. Und? Du bist schon Level 10, hab schon lange gespielt, ich bin Level 7. Echt? Ich spiele erst jetzt eine Stunde eigentlich. Hast du auch? Wie hast du es denn gespielt? Wie bist du über die Beta rangekommen? Gab es da irgendwie einen Post vielleicht? Ich glaube, es gab einen Post, ne, von Squadbusters vorher. Nice. Ja, es wird random vergeben oder wie? Das ist echt ein bisschen schade. Naja. Ich lieber gerne selber ausgesucht. Jetzt aber. Zack. Unlock. Ich hab extra die Orbs gespart. Um jetzt die Wahl zu haben zwischen diesem Heavy-Typen, der es für Distanzkämpfer boost, oder dem Barbarenkönig. Wen wollt ihr? Ich würde sagen Barbarenkönig. Barbarenkönig würde ich safe sagen. Oder wir haben mehr Nahkämpfer. Auch wegen dem. Auch wegen Dings. Ja, Barbarenkönig. Hat auch viel Leben und viel Schaden. Let's go. 2000 Leben. 145 Damage. Ist er nicht viel besser als die anderen Truppen zum Vergleich ein Boxer? Hä, ja, der hat ja weniger Leben und weniger Schaden. Der ist einfach schlechter. Der Barbar kommt ja gar nicht ran, hä?
Ich glaube einfach, umso seltener, umso besser sind die gefühlt, ne? Okay, dann let's go. Oh, Quest wieder erfüllt. Sekunde. Monster. Oh, wir kriegen gleich übel viel nochmal. Oh, wir kriegen gleich richtig, richtig viel. Let's go. Zum ersten Mal jetzt Barbarenkönig und Medic. Ich hoffe, wir kriegen die. Hund und Hexe. Beides von der größten Seltenheit im Spiel. Einer. Macht schon Bock, muss ich wirklich sagen. Jetzt. Ja, so eine Kacke, was ist das denn? Ich mache ja Goblin einfach, um jetzt mal zu farmen, direkt zum Anfang. Ist eigentlich eh für den Anfang vielleicht gar nicht mal so dumm, weil dadurch haben wir jetzt auch eigentlich direkt nämlich den nächsten Charakter. So, Cold. Direkt die nächste Chest. Ist halt ganz gut, um am Anfang schnell zu leveln, aber ansonsten ist er, ich weiß nicht, Goblin so eine schlaue Idee. Man ist zwar deutlich langsamer, aber dafür ist natürlich der Goblin nicht so geil im 1 gegen 1. Ah, lieber auf 1 gegen 1 gehen, glaube ich. Diese Farming-Charaktere sind, glaube ich, eher, ich weiß nicht. Klar, am Anfang sind sie halt gut, um schnell zu sein, aber auf Dauer will ich ja eher auch gut hochkommen. Wobei der Goblin ist halt dauerhaft Gold. Barbarenkönig! Oh, jetzt geben wir noch einen Boost. Oh, der Chess. Das ist ein Boost. Das ist ein krasser Boost. Wenn er seine Ult hat, kriegen wir 35% Boost. Und der Goblin gibt uns immer wieder 7 Münzen. Stimmt, den Goblin am Anfang zu nehmen, ist mega smart. Weil der mit seiner Ult ja immer Münzen gibt. Das ist der Goblin des ersten Startcharakter. Der übeltriebene OP. Hexe. Oh mein Gott, jetzt haben wir es. Das wird unsere Runde, Chat. Aber sowas von. Wo müssen wir hin? Boah, die Runde wird so broken. Wow. Ich glaube, die Brücke wird zusammenbrechen, wenn wir drauf gehen. Ja, jetzt bin ich leider schon draufgegangen. Hätten wir nicht abstauben können, aber es war jetzt zu riskant. Können wir wieder reinlaufen. Hier, let's go. Ja, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig. Ich würde eigentlich ganz gerne noch einen Medic oder so auch kriegen für die große Armee. Das wäre geil. Mal heal, ist schon voll. Hier rein wieder. Ja, das schaffen wir. Aber wir müssen uns auch mal langsam Gems sammeln. Also wir gehen mal eigentlich in die Mitte. Und beginnen dann in der Mitte jetzt zu fighten. Da werden eh viele sein und versuchen Gems zu kriegen. Weil da in der Mitte geht es die Post ab bestimmt. Und wir können uns gut einmischen. Wow, ist er dumm, ist er dumm. Barbarenkönig, wir haben den. Ist er lost? Der erste Bastard. Oh mein Gott, wir kriegen so viel dafür. Wow. Okay, jetzt, Medic. Das ist nicht, das ist Wahnsinn. Wir hätten auch jetzt sogar Speed nehmen können. Ich dachte, Medic wäre nochmal schlauer. Jetzt kommen die Ranken schon außen, ne? Die sind echt geil gemacht, finde ich. Junge, die Skelly ist langsam. Wow. 30. Wir können gleich die nächste Kiste schon wieder öffnen. Wir gehen in die Mitte jetzt. Wir müssen mehr Gems sammeln. Mit unserem Squad kriegen wir das gut hin. Wieder einer raus. Wir sind Top Platz 2 jetzt schon. Oh, das sind gerade zu viele auf einmal. Aber jetzt können wir, glaube ich, von beiden Seiten kommen. Die Münzen haben wir bekommen. Oh mein Gott, let's go. Aber da können wir jetzt eigentlich gut reingehen. Let's go rein. Er ist sowas von lost. Er checkt das nicht. Wir sind viel zu broken. Wir werden ihn so rausnehmen. Aber irgendwie sind wir nicht Erster. Aber leider, ihr seht es, leider ist ein anderes noch besser gerade. Wow, wir haben so eine gute Armee. Vor allem Barbarenkönig ist halt ultra broken. Wir sind Platz 1. Wir sind so fett Platz 1 jetzt. Oh mein Gott. Busted. Free. Die Kiste ist free. Barbaren. 200 ist der Kistenpreis. Chillig. Den kriegen wir normalerweise safe. Mit Barbarenkönig ist viel zu broken. Safe Call kriegen wir den. Wir haben ihn bekommen. Wir haben ihn bekommen. Das war's schon. Was? Hui. Oh mein Gott. Jetzt nur noch einer. Wir holen uns alle aus der Runde raus. Komm. Huhn. Wir machen Speed. Wo ist der Letzte? Zeig dich. Wo ist er denn? Sehe es nicht. Egal. Da ist er. So, warten. Und rein. Seine einzige Chance. Er muss uns kriegen. Ansonsten wieder eh Zweiter. Perfekte Runde jetzt. Wir sind kurz davor. Da ist es. Wow. Wow. Geile Abschlussrunde nochmal hier. Wow. Okay, was kriegen wir? Was kriegen wir? Geil. Platz alle rausgehauen. Barbarenkönig und Hexe sind total unfair. Zusammen natürlich in der Kombi vor allem nochmal. Okay, was bekommen wir jetzt dafür? Ist die Frage natürlich. Ja, was Gutes. Quest, komm. Zack, zack. Oh. Finde ich Top 5. Ja. Können wir eigentlich einen anderen Modus auswählen? Ne, der ist noch locked, den gibt's auch nicht aktuell einfach, okay. Was kriegen wir? 20 Elixier. Ja gut, ich glaube, es wäre fast schlauer auf 2 zu gehen, ne? Barbarenkönig. Einmal. Stopp mal. Stopp.
Ach, wir haben es alles auf den gehauen. Ach so, ja gut, ist aber auch fein. Da schon hätte ich 10 gewastet. Das wäre nicht so schlau gewesen. Ist die nächste Belohnung Münzen? Oh, 100 Diamanten und dann erreichen wir die Desert World schon. Oh. Und da können wir auch dann Bow freischalten. Oh, das will ich wissen, was da passiert. Bei Level 15 erreichen wir die Desert World. Top 5, wir müssen 200 Gems sammeln. Schwierig. Finish Top 5 dreimal. Egal, komm, ich will die Desert World noch erreichen, komm. Was passiert dann? Ist es da eine neue Map? Ist es da eine komplett neue Welt nochmal? Das will ich jetzt schon wissen. Was denkt ihr? Was ist dann? Ich muss mich einfach ranhalten, komm. Goblin direkt am Anfang. Der ist smart. Wir müssen einfach möglichst viele Monster besiegen, hatte ich gesehen. Was hatten wir noch als Quest, außer Bust Monsters? Wir müssen uns vor allem auf die Monster voll konzentrieren, die Runde. Was hatten wir noch, Chat? Bust Monsters und... Finish Top 5, weiß ich noch. Also Top 5 zu finishen dauert natürlich ein bisschen, dreimal. Da müssen wir einfach Gutes gewinnen. Wir nehmen nochmal einen Goblin, wir farmen es richtig. 13 haben wir jetzt schon. Gems müssen wir sammeln, genau. Achso, gut, das wird schwierig werden. Ich glaube, irgendwie 300 oder so, oder? Weiß es gar nicht mehr, aber viele auf jeden Fall. Oh, wir dürfen jetzt nur nicht sterben, bitte. Das wäre nett. Ich glaube, jetzt dürfen wir halt nicht so sterben. Healer wäre ganz geil. Oh mein Gott, wir haben echt einen Healer bekommen. Chillig. Das wird eine broken Runde wieder werden, glaube ich. Aber wir können jetzt gut scalen. Damit können wir jetzt gut hochscalen. Jetzt kein Speed. Nächste Box öffnen. Ja, wir bräuchten eigentlich Gems. Gibt's halt nur in der Mitte. Ich will es noch. Ist er lost? Oh, da können wir uns einmischen. Er verpisst sich. Oh, er lässt uns, glaube ich, den Golem. Chillig, danke. Nice. Danke, das hat sich... Oh, das hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt sogar. Was macht der denn da? Ist er voll reingelaufen in mich? Chillig. Nice. Der ist gerade echt unter Druck. Er muss aufpassen. Den haben wir. Ey, den haben wir rausgehauen. Der ist bastet schon wieder. Das macht so Spaß gerade. Jetzt sogar ohne Barbarenkönigin, ohne Hexe. Wir haben jetzt einen Rage theoretisch. Und das nutzen wir natürlich jetzt noch nicht. Ach Mann, wieso kriegen wir immer nur dieselben Sachen? Mal Cold. Das Angreifer. Wir müssen vor allem mehr Gems sammeln. Komm. Wir hätten auch die Auswahl zwischen Dynamite gehabt, habt ihr gerade gesehen. Aber haben wir nicht. Ah, die Auswahl ist immer Zufall. Jetzt check ich's. Die Auswahl ist immer zufällig. Und deswegen ist auch ein Vorteil, wenn man neue Charaktere freigeschaltet hat, weil man dann, wie in dem Fall, dann die einfach gar nicht auswählen kann. Habt ihr das gesehen? Wir hatten dann einfach den Nachteil, wir hatten nur einen zur Auswahl, in dem Fall. Weil wir den Dynamite und den Schweinereiter noch nicht hatten. Wir müssen einfach auf eine Hexe hoffen. Aber ein bisschen unlucky die Runde. Komm. Ja, Kistenpreis ist halt echt hoch. Wie viele Monster haben wir schon geschlagen? Ich glaube, wir müssen halt vor allem jetzt Monster farmen für die Quest. Ja, ein Speedboost. Na gut. Lol, der Wut ist ja komplett broken, kann es sein? Jo, der war instant raus. Chillig. Und wir sind zu zweit mit dem anderen jetzt. Okay, Wut ist broken, merken. Wenn wir Wut haben, einfach rein. Dann schlagen wir jeden gefühlt. Wow. Ja, mit Wut ist ja unfair. Kriegen wir nur die gleiche Kacke, dann manchmal Speed jetzt mit dem Huhn. Zack, 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 zack. Wir müssen eh noch Gems sammeln. Ja gut, der nächste Kistenpreis liegt bei 200, chillig. Ah, was nehmen wir mit? Ja, okay, er hat aber, glaube ich, auch einen Wut oder so irgendwas drauf. Das ist jetzt gerade nicht so nett. Da würde ich mich, glaube ich, jetzt gerade nicht mit anlegen. Einfach Monster jetzt gut schlagen für die Quest. Oder haben wir die Quest sogar schon? Ich denke noch nicht. 200 ist ja wohl ein Witz. 200 Münzen für die Kiste. Ja, ich könnte es auf den drauf gehen, aber weiß jetzt nicht. So, Distanz halt bleiben. Das war jetzt Lost, ich hab's gedrückt. Ich hab Plan. Gut, der muss jetzt eigentlich ja nur vor uns bleiben, das heißt... Müssen wir jetzt angreifen. Das ist die einzige Chance. Nee, keine Gems, nur Gems, wenn man... Muss den halt komplett schlagen, das ist super schwierig, den komplett rauszuhauen. Egal, Platz 2, okay, was kriegen wir dafür? Wir haben noch die eine Quest geschafft, oder? Und wir sind aus dem Top 5 gefinished, also müssen wir dafür nochmal was kriegen. Gott, das ist doch nur eine Kanada. Ich bin ein Supercell-Creator, ich krieg deswegen auch schon den Zugang früher. Und
Münzen, ach komm. Ich will diese Wüstenwelt noch. Press Monster, komm. 500. Break open 10 Blue Power-Up Boxes. Okay, ey, wie soll ich denn 200 Gems sammeln? Ich muss 200 Gems sammeln, das ist nahezu unmöglich. Das ist echt ein harter Quest, seid ehrlich. Ich will halt auch die Wüstenwelt erreichen. Ja, Chicken als erstes ist auch nicht geil. Keine gute Auswahl. Okay, komm, wir sind kurz davor, die Wüstenwelt zu erreichen. Ich will wissen, was dann passiert. Da gibt es halt noch viele Charaktere zum Freischalten dann. Also es macht schon echt Bock. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange spielen, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Zack. Goblin am Anfang broken. Können wir direkt Münzen. Super schlau. Und dann wird immer wieder Münzen spawnen im Laufe des Spiels. Zack. Wir müssen mehr auf Gems gehen, die Runde, haben wir gesagt, ne? Wir machen noch einen Goblin. Doppelgoblin broken. Können wir direkt den nächsten Münzen. Wow. Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich sehr. So, der geht kaputt, ne? Diese kaputten Brücken. Wenn er drüber läuft. Barbarenkönig, so chillig. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Jetzt wird die Armee, jetzt wird's spannend. Geht einfach rein und killen jetzt die Vieh. Können wir jetzt ganz schnell weg. Da gehen wir schon mal schön drauf. Sehr gut. Den haben wir schon mal schön gedamaged. Ja, ist er los? Oh, raus. Oh, jetzt sind wir los gewesen. Da haben wir uns zu sehr vom Golem mitnehmen lassen. Gerade ein bisschen aufpassen, hier sind viele Gegner. Bin zu gefährlich raus. Wir bräuchten auch immer einen Healer oder sowas. Dann kritte ich jetzt. Okay, wird ein Freeze gefunden. Na, wir sind hier eingekesselt, hier ist nichts. Runter, geht's da runter? Ja. Zack. Ja, Junge. Aber er ist nicht raus. Mann, dann kriege ich nichts dafür, wenn er nicht raus ist, oder wie? Lost. Du dreckiger Abstauber! Da haben wir es mitgenommen, das Größte. Ich glaube, er hat jetzt eine Free Kiste bekommen, ne, dafür. Wow. Fair. Ja, das ist ein riesiger Armee. Ja, toll, weil er unseren Kill abgestaubt ist, sind wir jetzt Platz 5. Wir haben halt nur 4 Gems, da braucht man mehr. Aber Gems zu sammeln ist eh Spiel. Die Quest gerade Gems zu sammeln ist so ein Witz, ne, finde ich. Dauert doch ewig. Nee, jetzt keine Goblins mehr. Jetzt will ich lieber. Der nächste ist raus, okay. Was hatten wir noch für eine Quest, irgendwie aus Kisten Sachen zu kriegen, ne? Boah. Ah, Top 5 sollten wir eigentlich finishen, das ist das Wichtigste. Top 5 schaffen. Zack, den haben wir auch. Top 4 sogar jetzt, sehr gut. Zack. Ja, wir sind gut dabei, komm. Den holen wir uns, den Babydrachen. Oh, aufpassen, nicht zu sehr da reinlaufen. Der ist mir zu sehr nahkampflastig, ich glaube, da sollten wir lieber aufpassen. Der ist aber hier im Fighten, vielleicht ist sogar eine Option jetzt hier rein. Ja, dann ist eine Hexe auch. Ich glaube, ich bin doch zu riskant. Ich hoffe, jetzt noch verlieren. Okay, Jamin ist wieder offen, komm. Rein. Let's go, Skelly ist einfach killen, let's go. Ich würde auch gerne die Hexe haben. Er hat halt die Hexe. Ich glaube, da oben geht's gerade ab. Da können wir uns vielleicht einmischen sogar. Ich sehe es aber jetzt nicht mehr. Shit. Da jetzt doch. Das Ding ist, hier geht's gerade zur Sache und wir können von außen kommen. Seht ihr das? Nice. Genau so. Okay, wir sind Top 3. Vielleicht ist noch was möglich. Es sind noch ein paar Sekunden. Hohen. Zum Speed boosten. Oh mein Gott. Nein. Wir haben den Gem aufgesammelt. Wir sind der Erste. Wir haben ihnen den Gem auch abgenommen. Also man kriegt doch, die verlieren doch ein bisschen Gems, wenn einer stirbt. Chillig. Sehr geil. Okay, komm. Haben wir jetzt die nächste Welt? Oder ich glaube, wir müssen noch einmal Top 3 kommen. Dann sollten wir nochmal 800 EP nämlich kriegen. Wir haben nichts bekommen jetzt für die Runde, aber Elixier kriegen wir nochmal. Das Chicken, ja gut. So kann ich mir das nicht aussuchen. Egal. Das jetzt nochmal. Noch einmal Top 5 müssen wir kommen. Ja, wir müssen einmal Top 5 kommen, können wir 800 nochmal. Aber ist echt nicht so leicht. Und die Gems zu sammeln ist ja wohl ein Witz. Für 300 Gems muss ich mindestens 8 Runden spielen. Wir müssen halt eher aus Kisten was kriegen. Ja, diese Kisten sind auch nicht so oft da.
Das ist echt nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen. Goblin auf jeden Fall zum Anfang. Das ist diese Kiste, die ich meinte. Die ist auch gut. Die können wir jetzt auch schon mal mitnehmen. So, Münzen noch nicht vergessen, sondern einsammeln natürlich. Und dann können wir hier die nächste Kiste mitnehmen, nice. Double Goblins sind immer gut. Haben wir direkt die nächste. Ich finde das eh gut als Start, ganz ehrlich. Und da ist die Gem, man sieht's schon. Aber wie genau soll ich bitte 300 Gems sammeln? Also, das verstehe ich wirklich nicht, wie das gehen soll. Das ist echt ein Witz. Die ist auch viel... Die ist vergleichsweise auch so schwer, die Quest. Ich meine, keine Ahnung. Ich war gerade Erster und... Oh ja, Hexe. Ja, okay, Leute, die Runde gewinnen wir. Mit den Mengen jetzt schon an Goblins und allem ist die Runde free. Ich habe jetzt mal keinen Speed genommen, sondern der erste ist auch schon raus. Wir haben noch keine Gems halt nur gefunden. Und nochmal ein Heal ist auch immer gut. Wir brauchen Gems. Oder dann Rage oder so? Ne, das ist eine Bombe, ach so. Oh, ich bin voll in die Bombe rein, wie so ein Pfosten. Shit. Der hat das gecheckt, der wird jetzt voll ins Offensiv reingehen. Oh, yeah. Irgendwas ist gestorben. Ich glaube, ein Goblin, ne? Ah, Dummheit. Kann da nicht reingehen, ist zu riskant raus. Boah. Meine Nase juckt. Ach, Junge. Ich müsste eigentlich an die Kisten da oben ran, aber ich komme nicht. Jetzt. Boxer. Abstauben. Oh. Ich darf nicht so mal so reinlaufen. Nice. Nächste Kiste. Wir sind gerade Platz 1 jetzt plötzlich. Haben Gems oder so bekommen. Not found. Das müssen wir erst finden, dass wir das irgendwie nutzen können. Okay. Das ist gerade ein Babytrache. Oh, chillig. Na, doch nicht so chillig. Aufpassen. Okay, erstmal hier fighten und alles mitnehmen. Ja, wer die Mitte halt dominiert, gewinnt halt meistens alles, ne? Das ist halt spannend. Sind da noch irgendwo Kisten, die ich kriegen könnte? Das ist ja super schwierig. Okay, let's go. Herzlich Gott, öffne die Mine wieder. Dann müssen wir wieder dort sein. 10 Gems, komm. Schwierige Angelegenheit. Ich gehe mal... Ah, wieder nach oben. Schwierig. Oh ja. Freeze. Oh, er ist voll in den Freeze rein. Chillig. Er ist nicht busted, aber er ist so gut wie raus. Und das ist natürlich richtig gut für uns. Ein Konkurrenten bestimmt weniger. Wir müssen jetzt aber mal aufpassen, weil in der Mitte sehe ich gerade, sind die ganze Zeit die Gems da und wir nutzen die gar nicht. Also müssen eigentlich auch für die... wir kriegen eigentlich für den Golem auch Gems. Golem ist broken. Hat sich schon gelohnt, den zuerst mitzunehmen. Termin ist nämlich jetzt offen. Wir sollten jetzt mal reingehen. Ansonsten verlieren wir noch unsere Führung jetzt hier. Komm. Wir haben einen Rage. Ihr wisst, was es heißt. Wir sind komplett unschlagbar. Komm. Aber wir laufen schon mal nicht schneller mit einem Rage. Hoho, Junge, der kassiert ja übertrieben. Wow. Okay, die Runde können wir jetzt zumindest mal gut Gems farmen. Das ist ja auch eine Quest, also nutzen wir es aus. Erstmal hier ganz schnell. Nochmal hin. Ja, keine Ahnung. Ist egal. 36, sehr schön. Let's go. Jetzt hier alles. Ja, 48 haben wir. Ja, da sind jetzt die 200 eher machbar, wenn man es jetzt so sieht, aber... Kriegen wir da mal irgendwo was vielleicht? Komm. Na, gönnten sie. Nee. Aber hey, 48 in der Runde ist auch Rekord. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Geil. Schöne Runde. Da waren natürlich die beiden Goblins am Anfang auch sehr hilfreich. Wofür braucht man die Gems während des Matches? Außer während eines Matches. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich glaube halt, ich weiß es auch nicht, weil eigentlich sammeln wir hier Gems die ganze Zeit. Und die werden ja auch als Preis dargestellt, aber irgendwie check ich es nicht. Wie lädt man das runter? Ihr könnt es noch nicht runterladen, Leute. Ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe es nur als Supercell Creator. Oh, wir kriegen 5 Orbs wieder. Ja, habe ich jetzt nicht den? Ach doch, ja, 800, genau. Let's go. Was haben wir, neue Quest? 3 Zauber nutzen, das können wir hin. 100 Gems haben wir, komm. Ja, einer von den... Oh, 100 Diamanten, jetzt aber. Komm, wir haben jetzt eh genug. Dann lasst uns doch direkt mit dem Barbaren einfach einmal upgraden damit. Und sonst können wir uns noch nichts kaufen. Können uns Münzen kaufen, brauchen wir aber, haben wir eh genug. Aber dann haben wir da wenigstens sinnvoll genutzt, dass wir den Barbaren mal einmal hoch haben. Okay, komm. Wir sind kurz vor der zweiten Welt. Die will ich auf jeden Fall sehen. Puh.
Wow, nicht der beste Start. Ich nehme einen Holzfäller, glaube ich, am besten. Ich glaube, Bäume am Anfang zu farmen ist das Schlaueste. Das ist eine Box. Jetzt geht er zuerst da drauf. Gleich auf die goldenen Bäume erstmal. Zack. Den hier. Ja, er geht halt immer zuerst auf die Truppen, ne? Das nervt mich teilweise auch ein bisschen. Ich lasse uns erstmal die beiden Bäume auf entspannt farmen, bevor er dann weitergeht. Ich bin Erster wegen dem einen Gem schon mal, das ist nice. Wir haben einen Freeze, dann hätten wir schon mal den ersten Spell auch. Ich glaube, wir sollten die Spells einfach relativ random reinwerfen, hätte ich gesagt. Er kann da bitte erst die Kiste holen. Weil wir dann den nächsten Spell, glaube ich, wieder sammeln können, oder? Ist es ein Spell? Nee, das ist ein Spell, okay. Ja, wir machen einfach hier die Spells drauf, einfach. Ich glaube, wenn wir halt einen Spell gerade haben, dann können wir nicht den nächsten sammeln. Und ich muss halt 3 Stück sammeln für die Quest, also machen wir es so einfach. Ja, noch ein Goblin kommen. Noch ist es früh genug, würde ich sagen, dass sich ein Goblin lohnt. Hätte ich jetzt gesagt. Wir haben eine sehr schwache Armee, ne? Wir haben jetzt einen Goblin und einen Holzfäller, aber... Oh, jetzt habe ich die Brücke zersprengt, egal. Aber auf Dauer ist es halt sehr gut für uns. Weil der halt immer wieder als Gold farmen wird für uns und der Holzfäller bestimmt auch hilfreich ist. Zack, nice. Okay. Wir bräuchten weitere Spells. Das wäre halt jetzt ultra wichtig. Irgendwer hat eine Hexe. Scheinbar, wegen dem Skelett hatten wir gerade gesehen. Nächster Spell, Heal, genau. So, zack, dann schaffen wir auch die Quest nämlich direkt. Wichtig. Ein Spell müssen wir nicht noch kriegen in 2,5 Minuten, wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht. Zack, jetzt hier vielleicht ein Spell raus. Nö. Ah, 10 Boxen zerstören, ja, chillig. Nächste Box? 6 von 10 haben wir schon mal. Die Runde ist schwer. Zack. Bräuchten unbedingt nochmal Spells. Da oben ist nochmal eine Kiste. Komm. Ein bisschen Glück. Ist einer von mir gestorben? Nee, ich glaube nicht, ne? Was geht denn jetzt ab? Gewinne ich oder verliere ich? Nö. Das war, glaube ich, gut. Ui, Kiste. Baba. Ich kann jetzt nur hoffen, dass es reicht. Hätte nicht gereicht. Oh je, jetzt haben wir ein Problem. Hexe. Okay, jetzt müssen wir nochmal kommen. Aber wir sind gerade Erster von den Gems, sehe ich. Müssen mal abwarten. Oh je. Hexe ist halt geil. Aber der Rest ist kacke. Das ist halt echt Erster von den Gems, was mich sehr verwirrt. Hey lol, als ob wir das gewinnen. Gegner einfach sehr, sehr lost gerade. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Backspeeden. Wir müssen halt noch einen Spell setzen, da haben wir den. Oh Gott. Shit, wir sind voll reingelaufen. So voll Idioten. Nice. Kiste wieder, Kiste wieder. Papa, freeze. Der ist busted, der ist raus, der ist raus, der ist raus. Nice. Und. Let's go, to my speeds. Ein da. Voll reingelaufen, egal. Haben wir. Haben wir, sind Platz 1 wieder. Wir sind ganz gut im Game inzwischen, oder vielleicht kommst du nur so vor. Wir spielen auch gegen echte Gegner, also wir müssen ja. Hey, wir sind übel gut in dem Game. BTF, wir müssen ja richtig gut sein, wenn wir drüber nachdenken, weil. Wir hatten ja auch echte Gegner und so, also wow. Übel nice. Okay, jetzt aber komm, jetzt muss es reichen, bitte. Wir haben 3 Spells genutzt. Komm. Können am Sonntag auch 9-Jährige nach Mannheim kommen? Mein Sohn hätte Lust. Ich gehe mal von aus. Ich bin jetzt nicht der Veranstalter. Wer es nicht weiß, am Sonntag, diesen Sonntag, ne, bin ich ab 15 Uhr in Mannheim im Technoseum und werde gegen euch spielen. Ich habe auch schon iTunes Google Play Karten gekauft, also ihr könnt gegen mich Brawlers oder Clash Royale 1 gegen 1 machen. Und falls ihr vielleicht aus der Region kommt, Mannheim, ich wohne ja in der Nähe, wer es nicht wusste, der kann gerne vorbeikommen. Da ist auch Tag der offenen Tür gerade beim Museum. Also ich mache erst halt ein Interview auf der Bühne praktisch und danach halt Zuschauerfotos mit einigen halt auch ein Duell. Genau. Das wird richtig cool werden, bestimmt. Ich denke, wenn ihr 9 seid, müsst es eigentlich auch gehen. Ich glaube, es ist nicht, dass es Altersbeschränkung hat, weil es ist jetzt nicht irgendwie ein geschlossenes Event. Wo ist Mannheim?
Also Grenze zu Rheinland-Pfalz, aber Baden-Württemberg? Schwer zu erklären. Mannheim ist eigentlich schon sehr groß, also man kennt Mannheim eigentlich, oder? Ja. Wir haben es, neuer Rekord Desert World. Let's go. Gibt was Feedback? Oh ne, das will ich jetzt nicht, Sekunde. Also zumindest jetzt nicht im Stream öffnen, nicht, dass ich irgendwas, noch irgendwas leake oder so. Zurück. Okay, was bedeutet das jetzt? Desert World? Ich übel den Voice Crack. $7 Premium Track. Geht immer noch nicht. Also, ihr seht schon die Charaktere, die wir ab jetzt haben. Hä, wie cool. Da. Ah, mit Level 16, okay. Bow. 100% mehr Schaden mit an Monstern mit der Spezialfähigkeit. Nita. Ein Bär. Ja, war klar. Shelly. So eine Ult wahrscheinlich, ne, wie Shelly. Bee. Auch cool. Max kann schneller machen, macht Sinn. Ah, Battle Healer als Healer natürlich nochmal mehr broken, wow. Und wie kriege ich die jetzt? Ich muss mindestens Level 16 erreichen. Ich bin jetzt Level 15. Ah, da kriege ich Bow. Ich mache mal eine Runde und schau mal. Oha, ja, wir sind in der neuen Welt. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Oha. Jetzt bin ich super gespannt. Wir sind in der neuen Welt. Lol, das ist eine komplett neue Welt, wirklich. Aha. Das ist wirklich eine komplett neue Welt. Mit so Bots jetzt. Wie aus Robo Rumble oder so, ne? Egal. Was ganz anderes nochmal. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Mal Stan, ist das Stan? Ist das Stanplay? Ist das der Stan? Als ob. Hexe. Ist ob Stanplay gerade live ist auf Twitch oder so? Oder ich weiß, ich muss wahrscheinlich jetzt nicht streamen. Bin wahrscheinlich einer von wenigen, die das jetzt streamt. Ich wusste eh nicht, dass man streamen darf, aber ich habe gesehen, dass man streamen darf, also habe ich es gestreamt. Hä, übel nice. Ich meine, ist es Stanplay oder ist es wer anders? Könnte halt eh sein, ne? Ich meine, der ist ja Super Sick. Ist das Super Sick Creator? Überhaupt? Oh mein Gott. Der muss übel aufpassen, wir haben den so gut wie. Er ist eingekesselt jetzt hier. Oh mein Gott, es geht nicht weiter für den, er muss aufpassen. Ja, der hat noch einen Boost gehabt. Glücklicher. Aber wir folgen den bis an sein Ende. Was haben wir jetzt? Heal. Brauchen wir gerade nicht, wir sind relativ vorlauf. Ja, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr auf den Fokus nehmen, am Ende verlieren wir noch. Aber cool, das ist dann, also so wird das Ganze dann laufen, dann kriegt man so eine Wüsten-Map mäßig. Und mit neuen Charakteren, also ähnlich wie die Arenen halt in Clash Royale, das ist cool, das ist ein cooles Konzept, wirklich. Das ist eine coole Idee, muss ich wirklich sagen, mit dem Wüstenkonzept und allem. Weil, wie gesagt, das erinnert halt genau an dieses Arenensystem in Clash Royale, dass man halt in jeder neuen Arena dann auch neue Charaktere freischalten kann. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist echt kreativ. So, zack, wir haben... Ja, noch nicht, wir haben... Junge, die Hexe ist so broken. Hier, die Skellies fighten den Bot schon alleine weg. Da muss ein bisschen aufpassen, aber wir sind gut dabei wieder. Yes, jetzt, da oben. Barbarenkönig, auf jeden Fall. Oh, lol, es gibt wie ich den Oh, weg. Ja, willst du mich verarschen? Heal. Okay, willst du mich komplett verarschen? Was macht denn der Typ da bitte? Ganz schnell jetzt über. Weg. Verarschen, Alter. Oh mein Gott. Also klar, es war jetzt geil, ihn zu besiegen, aber es war auch echt ultra gefährlich. Da ist ein Dinosaurier in der Mitte, oder? Das ist echt gefährlich jetzt gewesen. Glaubst du, das Spiel hat eine Zukunft? Schwer zu sagen. Also ich finde zum Beispiel, die Steuerung muss noch angepasst werden. Das finde ich persönlich noch... Jawohl, das sind so Bälle. Da drüber laufen vielleicht Schaden. Ich weiß nicht. Die Steuerung ist noch zu leicht. Also ich kann da nur stehen bleiben, um anzugreifen. Da müssen wir vielleicht noch was anpassen. Aber das Konzept mit den Arenen ist halt sehr cool. Und auch der Mischung aus allen Spielen. Ich glaube, Stan ist wahrscheinlich tot, wenn er dabei war. Ich weiß nicht, ob der Stan war, den ich dachte. Nur Goblins hatten. Wir konnten den Battle-Leader nicht freischalten. Unlucky Auswahl. Jawohl. Ach, da kann Bee dann hin, oder? Oh. Wer denn jetzt? Kriegen wir es hin? Der hat sich umentschieden, der verpisst sich jetzt. Auch gut. Ah, jetzt nächster Baum. Und so sieht die Mitte hier aus, okay. Yo. Das ist Stan, oh mein Gott, der ist voll angekesselt jetzt.
mir leid, Stan, das ist free. Das ist free. Yo! Okay, das ist krass. Der ist zu stark für uns, glaube ich. Das ist ein erster jetzt. Shelly! Ah, was? Wollt ihr mich verarschen? Ganz, ganz dummer Zeitpunkt, willst du mich verarschen? Das war's, glaube ich. Ja. Bin ich raus? Ah, nee, es war's. Die Zeit war abgelaufen, oder wie? Hä? Hey, Platz 2. Platz 2 eh gut, ganz ehrlich. Nice. Let's go. Und eine Menge EP wieder. Nice. Danke für die Folge, dass du mal reinkam. Wann kommt das Spiel für alle raus? Das wissen wir alles noch nicht. Ich krieg viele Fragen. Ich habe die meisten. Ich kann die alle nicht beantworten. Es ist noch Beta und wir wissen nicht, wann es rauskommt. Das ist einfach der erste Test jetzt. Oh! Level Up und Star Boost. Heals 10% after Leaping. Was heißt Leaping? Weiß ich nicht. Aber es gibt halt so spezial, so Star Powers mäßig wie in Brawl Stars, ne? Cool. Quests haben wir nicht ganz geschafft. Ey! Das war mein erster Eindruck zu dem neuen Spiel Squadbusters. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal live gehe heute oder ob ich noch was aufnehme. Ich muss mal schauen. Aber es war jetzt auch länger als geplant. Eigentlich will ich ja auch noch, keine Ahnung, Brawl Stars oder Clash of Clans oder so bringen heute. Ich werde es online lassen im Nachhinein, im Stream. Schreibt eure Meinung bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Und mal schauen, was die Woche noch so kommt zu Squadbusters. Ein Video werde ich, glaube ich, eher nicht hochladen, aber es ist cool. Vom ersten Eindruck. Geil. Dann raiden wir noch jemanden. Wen raiden wir? Ich glaube, Itzu spielt auch Squadbusters gerade. Ja, dann raiden wir Itzu. Ey, ist cool. Es macht Bock. Es macht wirklich Bock. Raid an Itzu ist raus. Schaut gerne bei Itzu vorbei. Das ist auch noch das neue Spiel gerade. Ich muss auf kleines Angriff nicht vergessen. Danke, mache ich direkt. Loge, mache ich direkt noch im Stream. Haut rein. Euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Der Stream bleibt im Nachhinein online. Und danke für den Support. Das und der Abschluss.